Einen wunderschönen guten Abend hier in der VR-Lounge. Giovanni Santino Händle präsentiert heute Elite Dangerous 8. Bill. Fro nee, wie war ist der Titel? Elite Dangerous 8. Bill Frost. Nee, Paris Bier for Bill Frost. So heißt er. Nicht Bill Frost needs Paris Bier, obwohl Paris Bier, Bill Frost needs Paris Bier ist genauso richtig wie Paris Bier for Bill Frost. Oder Commanders von The Allies. Wen haben wir denn heute alles da? Einmal den Commander Himmelsläufer O7. Oh, seven. Den Commander Danju O7. Hallöchen. Den Commander Eddie Jameson O7. Oh, Steffen. Den Commander Flachmann O7. Oh, Seven Commander und Commanderinnen und alle Interessierten. Und last but not least den Commander X David. X. Richtig, David, oder? So den Dreh. Servus. So war's, ne? O7. Entschuldigung. Und für alle, die hier im Livestream mit dabei sind, hebe ich jetzt mal gerade die Hand und spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebt lang, erfolgreich, willkommen im Buddies VR Lounge. Schön, dass ihr heute Abend bei diesem Elite Dangerous Stream mit dabei seid. An alle Elite Dangerous Commanders jetzt auch an die Zuschauer ein O7 Fly Safe. Ja, ist einiges los in Bill Frost. Und es geht halt einigen Arbeitern, so wie halt Bill Frost, dass ja, er gerne Paris Bier trinken würde, aber es gibt Mächte, die verhindern die Verbreitung der Parisring Brauerei. Na? Oder Männers, ist das euch mal aufgefallen? Das ist auch nicht schön, dass so ein einfacher Arbeiter wie der Bill Frost nicht an sein Paris Bier kommt, oder? Das meint ihr Ja, Franzosen, die Wein, die bevorzugen. Bill Frost ist kein Franzose. Nein, die Typen, die gegen uns kämpfen, heißt Ach gegen Bier. so. Ach Jetzt. so. Ach ehrlich, meinst du das? Ich habe hier nichts gegen Wein. Wir bieten ja auch sehr guten Wein aus Ekretze an. Von der Peresring Brauerei. Ist ja nicht so, als hätten wir kein Wein im Sortiment. Benny. Die Weinerei. Ja. Also wir haben ja sehr guten Tropfen. Hast noch keine Kretze Wein getrunken, Benny? Bist echt, du trinkst nur Peres Bier, ne? Weil anderes kommt dir nicht ins Cockpit, ne? Ist so. Gar Also nicht. wir haben einen echt klasse Wein. Also so die verschiedensten Sorten. Echt, kann ich nur empfehlen. Ich mag ja den wirklich so den dunkelroten, ne? Den kräftigen. Ja, Das ist ja so zum mein. Essen so ein schöner Etgrätsel Merlot. Es ist. Ja, herrlich. Herrlich. Commander Flachi. Und jetzt gucke ich mal in den Chat. Und da hat auch der Commander Flachi geschrieben. Und der Commander Ghosty. Oh, Sam, Commander Ghosty. Und da geht auch für dich die Hand hoch und ich spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebe lang, erfolgreich. Willkommen im Buddies VR Lounge. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und ich muss das hier noch mit dem Fenster anpassen. Ihr seht, ich gucke da mal zurück für den Chat. So soll der nicht sein. Aber ich gehe mal gerade dafür in die Cockpit-Perspektive über. Ne? Bin nicht im aktiven Spiel. Jetzt aber. So. Und jetzt mal gerade gucken, wo der Chat ist. Der ist zu weit hinten. Definitiv ist der Chat zu weit hinten. So, mal näher holen. Da ist der besser. Dann guck ich's. So, dann geht es jetzt wieder los. Ja, ich guck mal, ob ich noch irgendwelche Missionen finde für unser System Bifrost. Wird übrigens nur mit einem L geschrieben, aber der Herr Bifrost ist ja nicht das System Bifrost, ne? Das ist nicht zu verwechseln. Schönes Wortspiel, by the way. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ist mir spontan eingefallen. Könnte man machen. Der Arbeiter Bill Frost, der nicht an sein Paris Bier kommt. Ist ja auch eine Frechheit, ne? Also. Das geht nicht, ne? Also, jeder hat das Recht auf sein Paris Bier nach Feierabend, oder? Definitiv. Ja. Nicht sein, dass die Leute da einen harten Tag schufte und schaffen, ne? Und, dann können sie schon nicht mal ein Paris Bier gönnen, weil da irgendwelche Fraktionen meinen, die Brauerei zu stören. Nee, 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 nee. Das ist ein Unding. Ja. Aber dafür sind wir ja da. Ne? Dafür gibt's ja sie, Alice. Für Frieden und Freiheit und auf das Recht auf Perispier. Und da sehe ich den Commander Dietrim, O7 Commander, und auch für dich. Geh die Hand hoch und spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebe lang und erfolgreich. Willkommen im Buddies VR Lounge. Schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Freue mich riesig. So.
Jetzt lande ich mal kurz und guck mal, ob eine Mission hier gibt. Haben wir schon einen Wing bzw. noch einen Platz in diesem? Das ist eine gute Frage. So, in diesem sind momentan drei Leute drin. Wird eng. Das wird eng. Dann würde ich vorschlagen, wir machen zwei Wings. Ich habe schon eine Wing-Mission. Ich gucke jetzt auch mal nach einer Wing-Mission. Da würde ich sagen, Flachi, machen wir nochmal einen eigenen Wing. Aber dann müssen wir uns aufteilen wegen den Instanzen. Und ich habe die Leute jetzt alle hier hingeschickt. Ich glaube, wir haben ja mehrere. Ja. Wohnen in Frost. Ja, dann würde ich sagen, dann bleibt ihr halt im Open und wir wechseln dann. Jetzt auch in der Gruppe gerade momentan. Achso, alles klar. Dann, warte mal, damit wir uns dann nicht im Weg sind. Ich habe wieder keine Mission, ne? Ich bin im Open. Du bist im Open. Das ist schön. Kommst du auch oder sollen wir in eine Gruppe gehen? Würde vorschlagen, wir gehen gemeinsam in eine Gruppe. Ich gerade noch schnell ein Pi, muss noch Schiffchen wechseln. Ah, okay. Gut, in welche Gruppe gehen wir denn? In deine? Flachmann. Ja, können wir tun. Ja, machen wir das so. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Na, da fliege ich direkt los. Zurück zum Hauptmenü, nicht zum Desktop. Zum Hauptmenü. Muss mich erstmal kultivieren, dann join ich den Discord, schreibt übrigens der Ghosty. Sehr schön, Ghosty. Mach das ruhig mal. Kultivier dich mal schön. Genau. Kultur ist ja auch wichtig. So. So. Aber jetzt nicht. Also eigentlich müsste das Board schon längst aktualisiert sein, ne? Das ist der Wahnsinn. Das habe ich jetzt auch die ganze Zeit vor dem Stream immer wieder drin gehabt. Ja, gleiche Board. Hammer. So, jetzt wären es noch 2,5 Minuten. Flachi? Du wechselst jetzt das Schiff, hast du gesagt, oder wie? Ich bin gerade in meine Gruppe am Wechseln. Bin ja, super. Dann schicke ich dir erstmal eine Wing-Einladung. Vielleicht noch 2 Minuten warten. Ja, kein Problem. Dann passt das. So. Und jetzt fliege ich zu meinem Träger. Ein paar Megameter, hol mein Kampfschiffchen und komm dann nach Bill. Du hilfst dem Bill, ja? Finde ich gut. Komm nach Bill, ja. Wir erklären uns Bill zu Bill Frost solidarisch. Genau. Voll der Verräter, hilf Father Bill. Der Father Bill ist ein anderer, nicht zu verwechseln. Es geht ja um den Arbeiter Bill Frost und nicht um Father Bill. Der ist ja kein Arbeiter, der ist ja Priester. Ne? Das ist ja. Also Bill ist jetzt ein Vorname, der wird ja häufig benutzt, ne? Also. Ne? Aber das ist ja auch so, also so ein Pfaffen, den kennt man eher als halt den Arbeiter, ne? Ist halt so. Muss ich mal wieder mal sagen hier. Wieder ehrliche, ernste Worte. Oder? Ist das nicht so, David? Ich war gerade woanders, sorry. Ich sagte hier, so ein Pfaffen, so ein Pfarrer, so ein Bill, so ein Pfarrer, Faserbill, den kennt man eher als so ein Arbeiter, so wie so ein Bill Frost, weißt du? Ja. So ein einfacher Arbeiter, ja, der nicht an sein Peresbier kommt, weil vielleicht dann auch vielleicht so ein Faserbill dann irgendwelche Sperenz hier macht, man weiß es ja nicht, ne? Da ist halt die Frage, ne? Ich glaub, die selber haben. Der Klerus kriegt sein Wein und der Arbeiter kriegt nicht sein Bier, ne? Da haben wir ja gern sowas. Das haben wir ja sehr, sehr gern. So. Oder möchte einer das irgendwas anderes dazu sagen? Könnte ja sein. Glaube ich aber nicht, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So geht das nicht hier. So, jetzt gucke ich nochmal. Wir respektieren natürlich die allgemeine Religionsfreiheit. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Aber wenn es fanatisch wird, dann. Ja, genau, richtig. Klar, wenn wir Tonya Farbe Bild jetzt nicht mögen,
wegen seiner Religion, sondern aus ganz anderen Gründen. Und so ist es ja auch eine Art, trotzdem, dass er Pfarrer darf, also es ist ja trotzdem unser Recht, ihn nicht zu mögen. Genau, richtig. Ja. Es ist dann noch sind halt nicht so schöne Missionen jetzt in der dazugekommen. Ich werd wahnsinnig. Warum sind nochmal die alten Missionen da drin? Er bohrt sich refreshed alle 10 Minuten, heißt halt refreshen und nicht das gleiche nochmal nur in grün. Ich wäre jetzt wingenbereit. Ja, das freut mich. Ja, aber das ist keine Kampfmission, ist doch nicht so wichtig. Ja, das geht. Ist doch nur Geld, wenn wir interessiert schon Geld. Ja, ich schicke dir einfach mal eine Spaßeinladung. Nein, wir legen los. Keine Zeit zu verlieren. Geht um das Peres-Bier für Bill Frost. Ja? Ja. Ja, man muss mal, also da kann man nicht sagen, ja, warte noch ein bisschen. Der Mann, der will sein Feierabendbier trinken. Ja? Wie alle Arbeiter hier, ne? In dem System, Bill Frost. So. Oh. Da ist die Alice on SDE, Alice on Screen Door Effekt. Und da geht die Hand hoch und spreizt die Finger zum vulkanischen Gruß, lebe lang, erfolgreich. Willkommen in Buddy's VR Launch, Alice on SDE. Schön, dass du mit dabei bist. Freue mich riesig. Müssen wir mal ausrechnen, oder? Es gibt doch über 1 Milliarde Arbeiter in Bilfrost. Ja, ja. Wenn du denen alle ein Bier bringen willst, wie viele Tonnen sind das? Das sind einige. Ja, aber die Brauerei ist ja hier am Start, ne? Oder ist ja sogar ein Landwirtschaftssystem, da müsste sogar Bier geben, ne? Mal davon mal abgesehen. Was meinst du gerade mit zum Wein? Und ja, mit Bilfrost haben wir natürlich auch jede Menge neuer potenzieller Brauer und Brauerinnen dazu bekommen. Ja, natürlich. Aber ich sehe gerade auch hier, der Johnny VR ist auch am Start. Und auch für dich geht die Hand hoch und ich spreize die Finger zum vulkanischen Gruß, lebe lang, erfolgreich. Willkommen im Buddy's VR Lounge. Oh, Johnny. Schön, dass du mit am Start bist. Freue mich riesig. So. Ich habe immerhin mal ein kleines Missionchen geteilt. Ja. Ich check das mal gerade. Das hast du fein gemacht. Ja, das ist ein Biotech-Leiter 3, weißt du. Ich müsste mal meine Biotech-Leiter wegbringen. Ich glaube, das bringt nichts mehr, den weiterfolgenden ein. Springen wir lieber raus. Ich glaube, wir machen 50 Kilometer weg, sei. Was ist denn hier los? So, das ist okay, der Tempo. Ja. Inzwischen scheint jeder seinen Dreher gekauft zu haben, oder? In Alkohol bin ich gerade durch Zufall, es sind gerade nur noch 44 Schiffe pro Tag. Okay. Oh. Das sah mal vor kurzem ganz anders aus. Yep. Dem ist so. Ein Schiff springt nach jetzt Rätsel. Nicht Edgreze, Megretz. Meinst du, ja? Ja, das sieht man dann nicht, da ist nur die Kennung wird da angezeigt. Nicht der Name bei der Meldung. So, dann geht's jetzt mal so weiter. So. Haben wir ja leider ganz schön Einfluss verloren in Megretz, genau. Man, sag mir doch sowas nicht. Da habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Wenn jetzt irgendwas mit der Versorgung von Peres-Bier im Megretz nicht klappt, ja? Wie viele Milliarden Arbeiter haben dann auch nicht ihr Feierabendbier? Habt ihr das mal bedacht? Ja? Noch sieht's doch gut aus. Ja. Mal nicht die Föderation an die Wand. Mensch. Aber ist auch eine Föderationsflotte. Die haben auch eine Brauerei sozusagen. Was? Ja? Die kopieren hier die Peres-Bier-Brauerei. Und die ist auch deutsch. Was? Eine deutsche Föderationsflotte kopiert die Peres-Ring-Brauerei? Die wollten wir sowieso verklagen. Ja, das geht ja gar nicht. Da gibt's einen Rechtsstreit. Konkurrenz belebt das Geschäft. Erstmal beste Grüße raus an die andere deutsche Flotte. Mal egal, welche Zugehörigkeit sie hatte. Wohl bekommt's euer Bier. Unseres schmeckt besser. Ist so. Ja, das ist im Zeug. Genau. Trinkt doch eure Plörre. So. Ich meine, das gute Oettinger, falls ihr das kennt. Das Oettinger, Mixgetränke sind gut. Ah, in der Föderation, da wird dann eher so, ja, ich würde mal sagen, hier so leckeres, amerikanische Bier getrunken, so, ne?
Mein Föderationsbier, das ist ja auch, die Föderation ist ja im Endeffekt in Elite Dangerous, das ist ja jetzt vergleichbar mit Star Trek oder so, da ist die Föderation eigentlich so durch die Amerikaner entstanden, kann man sagen. So, und das ist dann auch mehr hier so Konzernpolitik und richtig harter Kapitalismus, ne? Das ist halt die Föderation in Elite Dangerous, gänzlich anders da als die Föderation, die man aus Star Trek zum Beispiel kennt, ne? Das passt dann eher hier zu uns, der Allianz. Ne? Na, auch nicht wirklich. Ja doch, das ist sicher, da gibt es einige Parallelen. Nee, ja, aber wir sind hier einzeln verwaltet, ja, frei, nur so ein bisschen. Ja, natürlich gibt es auch Unterschiede. Bündnis. Aber halt so idealemäßig, ne, und politische Anschauungen mäßig, ne, das ist halt schon sehr identisch zur Star Trek Föderation. Das ist ja die gut. Eigentlich mehr ein Verteidigungsbündnis. Ja, er ist tot. Sehr schön. So, Elle schreibt was. Moin Dietrim, schau mir das mal ein bisschen an, deine Begeisterung. Letztens war ja sehr stark herauszulesen. Das Imperium ist dann Deutschland. Was? Hä? Nee. Das Imperium ist das Römische Reich eher. Ja, ich glaube, die Vorlage ist sehr einfach zu sehen. Ja, das ja, ist ja, ja. Rom, eindeutig. Imperium ist das alte Rom. Kann natürlich da auch differenzieren. Hier so eine Schlumpfine. Na, wie heißt sie nochmal? Ja, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Die sind ja alle verwandt im Empire. Ja, das ist immer so schrecklich. Besser ist nur PR-mäßig besser verkauft. Ja, 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 ja. Ist natürlich in erster Linie PR und könntest du dann vergleichen wie mehr so der Reformer dann im Imperium, ne? So nach außen hin. Und, ja, die alte, die Torval. Das ist halt so eine richtige Hexe. So, die tut noch, die tut ihre imperialen Sklaven. Im Imperium gibt's ja die Sklaverei auch. Sowohl die imperialen Sklaven als auch die Sklaven. Und die tut ihre, Sklaven halt auspeitschen, ne? Die Torval, würde ich sagen. Und der, ist jetzt nicht verkehrt. Der Denton Patrios, der gleicht halt mehr so, ich sag mal so ein, wie im Japan so ein Shogunat, ne? Da könnte man den Patrios einordnen oder halt wie im alten Rom auch ein Legionär. Auch so vom Auftreten her. So, wen haben wir da noch? Die, der Imperator, ne? Oder die Imperatorin. Weil man sagt eigentlich nicht die Imperatorin, man sagt eigentlich immer der Imperator. Sag ich Imperator Sternchen innen oder sowas? Ja, komisch. Nee. Also, stand da auch mal in der News, das heißt immer noch Imperator. Ja, ja, ich weiß. Imperator. Mhm. Womit könnte man die vergleichen? Ja, die ist ja auch so. Das ist so. Die würdest du noch eher hier so als Julianerin. Ne? Also im Hause hier, wie auch wo Julius Caesar kommt, der hat ja auch Frau, Tochter, etc. Und so eine weibliche Julianerin, da denke ich, passt sie ganz gut zum Vergleich.
Probier schon Empire. Ich hätte noch einen Wackeldackel von dieser blauen. Aber gibt's nicht. Vielleicht kommt bald einer von den Schlümpfen, dann kannst du halt da dann erstmal davon einen. Ja, aber ich will Gandini als Wackeldackel. Ja, klar. Wenn einem die Munition ausgeht, wieder mal belastend. Hm? Ja, weiß, wenn die Muni, ne? Ja. So, da guck ich mal weiter. Hab jetzt sogar 77. Die Wahl ist die beste, die hübscheste, sagt er. Dietrim. Ja, darum geht es ja nicht, ne? Wer hübscher ist, ne? Sag mir mal so, nicht doch am sympathischsten. Das ist ja die einzige, die ja zumindest ein bisschen jung ist. Die anderen sind ja nur alt, also. Yeah, klar. Das ist irgendwie kein Vergleich. Das ist wirklich so. Er gibt ja noch die Windhass in der Föderation. Die unterscheidet sich noch von dem Hudson. Die ist eher so liberal-FDP-mäßig, ne? Würde ich sagen, die Windhass. Und der Hudson, der ist halt so der rechte Hardliner. So eher Trump, Johnson oder halt Reagan. Wenn man ältere Beispiele nimmt, ne? Für so einen rechten Hardliner. Der ist einfach T-1000, fertig. Ja, genau, T-1000, so sieht er auch aus wie der Darsteller vom T-1000, das ist richtig. Wobei halt der Darsteller heute, also nicht wie der junge T-1000, wie er jetzt aussieht. Heute aussieht, ja. Genau. Und der Edmund Mahan, unserer hier, der Prime Minister der Allianz, das ist halt so typischer, ne? Sozialdemokrat, ne? Würde ich sagen. Kann sich ja mal auch mit den Codex-Texten auseinandersetzen oder halt allgemein mit dem Lore, was man da auch dazu im Netz findet. Könnt ihr da doch nachvollziehen. Der ist ja gerade auf Platz 3 gesunken, ja, unser armer Mann. Ja, das sind doch wieder nur so, weißt doch. Ja, ja, steigt schon wieder. Ja, ja, das ist so ein. Da haben sie wieder zwei, drei Systeme sich geholt, die sie sich gar nicht leisten können und das hat sich nächste Woche wieder erledigt. Momentaufnahme, ne? Leider nicht die Ausdauer, die Gegner. Ja, ob der noch abhaut? Ja, der haut ab, komm. Ja, obwohl es schon cool wäre, wenn sie das Powerplay mal überarbeiten würden. Ja, definitiv. Na klar, im Moment sozusagen profitieren wir davon als Mayhem. Ja, wir haben auch am Anfang da sehr viel Arbeit reingesteckt, so ist das nicht. Und da ja, klar, ist ja, aber das halt für immer. Ja, dass mal Spannung wieder aufkommt. Der genau, dass man ja. Da kommt weil im Moment ist es ja fast tot. Der grüßt der Crash Hero Style hier jeden, der am Start ist. Hallo zusammen, schreibt er in den Chat und auch für den Crash Hero Style geht die Hand hoch und ich spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Liebe Langt, erfolgreich willkommen im Buddies VR Lounge. Schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Bei diesem schönen Elite Dangerous Stream. Ist ja auch ein tolles Spiel. Hoffentlich brauchen wir nicht allzu lang zu warten, damit wir auch diese Perle in VR auch mit dem Odyssey DLC in VR mal dann spielen können. Und ja letztendlich dann auch mit No Man's Sky relativ flott. Plötzlich hatte No Man's Sky VR Support. Keiner mit gerechnet. Muss da ein paar Minuten verschwinden, bis gleich. Ja, bis gleich. Wieso kann ich jetzt die Seite nicht mehr wählen? Falsch hoch. So. Ja, ich bin wieder allein. Mal wieder zu schnell reingesprungen. Macht nichts. Und da sind meine Jungs.
Titan. Was sagst du, Markus? Vorbei, sage ich, Mist. Mm. Und weggesammelt. So, ich muss doch eben mein Headset an den Strom anstöpseln. Moment, Johnny. Ich schließe gleich, was du geschrieben hast. Ich dachte, das nachher mit... Buddy, ich krieg das mit der Steuerung über die Quest-Controller immer noch nicht hin. Hm. Da kann ich dir mal empfehlen. Ich weiß, der Stocki hat das voll rausgehabt. Dann frag mal den Stocki, ob der dir einfach seine Textdatei, seine Configs, die gibt's als Textdatei in Ordner, einfach schicken kann. Da kannst du die kopieren. Dann hast du genau seine Einstellung. Und das ist immer praktisch auch mit den Hotas hier, wenn man den gleichen Hotas hat. Wenn man dann gegenseitig sich die Textdatei schickt und dem anderen dann genau erklärt, wie man selber was steuert, ist nie verkehrt. Also Stocky hat definitiv eine Binding-Datei mit Bindings für die Oculus Quest. Der hat es auch so gestartet. Weiß nicht, ob der sich alles separat nach und nach eingestellt hat. Aber den kannst du auf jeden Fall wegen seiner Binding-Datei mal direkt anschreiben, den guten Stocky. Will mich nochmal einladen, ich hab's gerade rausgekickt. Schauen wir mal. Was ist du denn? Schlag mal bis am Start langsam. Oder brauchst du noch was? Hörst du mich? Ich höre dich. Ja, ich sagte vorher, ich habe mein Headset angestöpselt. Ah, willst du auch ein VR spielen, ganz klar. Ich abkackt nachher mittendrin und habe uns noch nebenbei eine schöne fette Mission entgangen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss auch dran denken, zwischenzeitlich mal an der Station nachzumunitionieren, um mal nach einer Mission zu gucken. Und jetzt nicht jedes Mal so ein Käse zu machen. Ja. Ist ja sehr nah hier. Ja, eben. Und ich starte jetzt von der Station. Kampfzone ist noch frisch. Wo ist Ogni? Fragt der Crash Hero Style. Und Johnny schreibt, okay, werde ich mal anschreiben. Stocky hat das hinbekommen und ich nicht. Wo gibt's denn sowas? Hm, komisch. Und Ogni schreibt, hier! Und da geht die Hand hoch und ich spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebe lang, erfolgreich, willkommen im Buddies VR Lounge. Ogni VR. Schön, dass du heute Abend mit am Start bist. Freue mich riesig. Nur kann mal gucken hier, was der hier von mir will. Schießt er einfach auf mich, wenn ich einen Ogni begrüße, geht der gar nicht. Hör mal so. Ja, da ist er doch, schreibt der Crash Hero. Und der Commander Lisnix ist am Start. O7 Commander. Und auch für dich geht die Hand hoch und ich spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebe lang, erfolgreich, willkommen in Buddies VR Lounge. Schön, dass du heute mit dabei bist. Freue mich riesig. Ich muss mal gerade hier wieder die Hand an den Schubrickler legen.
Schießt ja wieder der Nächste auf mich. Gesagt. Gibt's gar nicht, ne? Da willst du gerade mal hier jemanden begrüßen und schon wird auf dich geballert, ey. Schlimm. Der ging mir die ganze Zeit auf die Nerven. Gibt's doch nicht. Gescheit. Gleich muss ich tatsächlich nochmal nachmunitionieren. Nee, mach ich jetzt. Kavallerie kommt. Ja, aber das ist Kavallerie. Geh nur in die Multis leer, mehr auch nicht. Heißt doch nicht, dass ich jetzt hier, ne, die siebte brauche. Die kommt jetzt aber. Ja? Gerne, gerne, gerne. Geht dir schneller down. Ach, hier und sein Kampfeinhörnchen. Hä? Flachi und sein Kampfeichhörnchen. Ja, ja, ja. Genau. Sein Ex-Kampfeinhörnchen. Ist etwa umbenannt? Ja, schon seit einer Weile ist es die Beer Defender. Beer Defender. Klingt gut. Vielen. Beer Defender. It's a Beer Defender. A Beer Defender. Auf jeden. Geil. So, das war dann hier mit dem Mission. Wo muss ich die Seite nochmal wählen? Ich muss nochmal die Seite wählen. Schlacht gewonnen, gut. Ja. Alles wieder buggy. Jetzt fehlen noch Leni und Stefanie. Ja, wäre auch noch schön, wenn die dabei wären. Auf jeden. So. Dann tue ich mal nachmunitionieren, ne? Okay. Tut mir leid, dass ich jetzt... Ich habe auch gesagt, dass ich jetzt, ne? Also, dass ich keine Kavallerie brauche. Das war eigentlich damit gemeint, dass hier gleich aus ist, ne? Na, ist doch gut, so haben wir schon zu zweit gewonnen. Ja, das war, das war. Aber so viel, so nicht so viel, das, ne? Immer aufpassen, was man sagt. Hier, wir haben jetzt eine Konfliktzone gewonnen, weißt du? Frag mal. Ne? Zu zweit. Ja, das ist richtig. Aber das müssen wir nicht thematisieren, dass wir so zu zweit gewonnen haben. Nicht? Nee. Einfach genießen. Ich genieße. Ja, ja. Ich zünd mir ein Inhalatorstäbchen an und flieg dem Hour Orbital entgegen. Geil. Unsere Station hier. Von wo wir aus versuchen, hier die Arbeiter wie den Arbeiter Bill Frost dazu ermöglichen, dass sie Peresbier kriegen. Hier im Bill Frost. Kann das sein, dass so die einfachen Arbeiter nicht an ihr Bier kommen? Mensch. Das ist so hart, so ein Knochentag ist, oder ob jetzt hier an den Raumstationen, ob du da Dienstpersonal bist oder also den Verkehr hier lotst, etc. Ne? Auch solche Jobs. So verdammt hart, Mann. Ist so. Und da will man einfach auch mal nach Feierabend sein Peresbier genießen dürfen. Beer Defender ist ein wichtiger. Beer Defender ist ein wichtiger Posten. Ich verteidige auch immer mein Bier. Ja, Johnny. Da hast du vollkommen recht. Man sollte immer wissen, wo sein Bier ist. Und wird immer verteidigen gegen Leute, die versuchen,
sich deinem Bier habhaft zu werden. Das geht dir gar nicht. Übrigens, sie haben einen VR-Spieler mehr in der Flotte, ne? Der Darkstar hat sich jetzt auch die Rift S geholt. Also die kam jetzt mal an. Wohl. Meine liegt doch bei Amazon. Ja, hast du bestellt? Nö. Ja. Ja, kommt noch, oder wie? Kommt ja irgendwo an. Ja, das Schöne ist, die Rift S, die läuft halt echt gut mit unseren Grafikkarten. Das ist halt echt toll. Die hat zwar ihre Macken und zickt immer gern mal rum, deswegen tue ich sie ja immer, wenn ich meinen Rechner neu starte, jedes Mal den USB-Stecker wiederziehen und wieder reintun, ne? Weil das immer häufig der Fall war, wenn du den Rechner neu hochgefahren hattest und dann die Rift S nicht richtig geklappt hat, hast du USB wieder neu reingesteckt und dann, ach, guck mal hier. War der Eddie schon draußen? Ja, Eddie war draußen. So, Independence of Bifrost, Schiffe massakrieren. Hört sich gut an, ne? 54. Flachmann. Klingt toll. Ja. Soll ich Mühe? Ja, ja, immer. Das ist immer noch. Die Liefermission mit über 5000 Tonnen, die ist immer noch weiterhin drin, das ist ja klar. So. So, jetzt haben wir zwei Missionen. Ist doch schön. Dann wieder auf in den Kampf. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die ASC Maryburns 1821 legt wieder ab. Zur Verteidigung des Biers. So, wieder da. WW. Danju. WW. Ob die bei der Mission was geändert haben? Ich habe jetzt hier auch bestimmt 20 Minuten an der Station gestanden und habe auch keine neuen Missionen bekommen. Nee, das sind die Server. Das ist der Transaktionsserver. Wir haben jetzt drei Stück. Ja, wir haben jetzt plötzlich Missionen. Das ist der Transaktionsserver, der. Ja, aber ich sage, ein ganz anderes System. Also jetzt ganz unabhängig von dem Krieg oder so. Ganz anderes System und auch keine Missionen geupdatet. Ja, ja. So, was sind wir hier? Ach, Flachmann ist in der Super Cruise. Ja, ich bin noch ein bisschen länger geblieben. Ich habe noch eine Vulture abgeschossen, noch Crusader abgeschossen. Ah, schön. Ja, ich hatte ja keine Multis mehr. Und ja, du müsstest jetzt denkenlos wieder reinhüpfen können. Jupp, yep, das ist super. Das geht ja so schnell hier mit der nahen Station, dass das auf Munitionieren. Macht es fast keinen Unterschied, ob du eine Platzrunde fliegst oder. Ja, dann ist richtig. Station, ne? Ja, die Station ist echt sehr nah. Das ist supi. Ja, das ist klasse. Das haben wir gern. So muss das sein. Ich will jetzt. Ich trag mich ein für die Brauerei. Ist so gut. Das kann man hier, du musst das sein. Ich springe jetzt wieder rein. Ich habe mich doch gerade eingetragen. Wo ist denn jetzt das Bild? Warum kriege ich denn hier keine Fortschrittsanzeige? Ich habe mich doch gerade für die Brauerei eingeschrieben. Ich habe keine Fortschrittsanzeige von der Zone. Jetzt erst. Okay. Gut. Alles gut. Dauert halt alles etwas länger. Aber. Ja, ja. Hamster läuft halt nicht rund. Nee. Oh, Frontier. Warum laufst du nicht rund? Schau dir Constructors an. Das läuft sogar auf IPv4. Frontier. Warum läufst du denn nicht rund? Jetzt hab ich so. Das dauert wirklich lang, bis die kommt die Anzeige. Ja.
Vulture oder Python? Python. 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 Bum 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 bum. I fly on my Python. Bum 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 bum. Ja, hoffentlich nicht. Auf die schießt man gerade. Ja. Ich fliege ja auch mit meiner Crate MK2 und nicht mit meiner Python. Aber ich mag die Python. So ein schönes Schiff. Stimmt, tolles Schiff. Yep. Mit der will ich nachher noch ein paar Missionen machen. Ja. Für unseren Kuchen sitzen. Ja, kann man gerne machen. Also ist immer super für die BGS. Heute ist aber Mekrets deutlich wichtiger, ja, als Pi. Ja. Pi ist eigentlich entschärft. Ja, ja. Ja, die habe ich schon angenommen noch. Die muss ich noch erledigen, darum. Achso, okay, ja. Das ist was anderes. Flachmann, warum warst du nicht in Mekrets? Weil gestern Pi wichtiger war. Schau dir den Dungeon an. Der hat sogar seinen Flottenträger dahin geschickt. Flachmann, warum warst du nicht in Mekrets? Kann es sein, dass das Menü wie bei Half-Life Alyx aussieht? Ja, so ein bisschen. Halt dieser orangene Ton. Oh, dann die will auch, abhauen. Ne? Ja, die wird wahrscheinlich abhauen, mit 60. Wenn ich. Vielleicht kriege ich ein Frameshift noch. Ja, dann visier mal an. Ich baller einfach. Ja, die bewegt sich zu sehr hin und her, damit sie springen könnte jetzt direkt. Ist die schnell. Ja, ist eine Viper. Du schaffst das. Ja. Ja! Nice. Und gerade noch eine ASP in der Nähe mit. Ah, Johnny hat seine Nachricht zurückgezogen. Warum, 90%. Johnny? Halb so wild. Was? Eine ASP, sagst du? Ja, die ist ja mitgeflogen. Ja, Mause. Ihr Pech. Ja. Auf. Ach, die ist schon tot. Ja. Da wäre noch die Dings hat ihre Schilde verloren. Hä? Bleib Ben. Ne, lass uns mal hier die Vulture nehmen. Die hat gerade ihre Schilde verloren, hau mal die schnell weg. Die Type 10 bleibt auch hier, die ist in der Nähe. Ja, die hat noch ein bisschen Hülle, nehme ich an, ne? Oder? Ja, ein bisschen. Zwar auch keine Schilde mehr, aber. Ja, dann machen wir bei uns mit der Vulture. Geht ja fix. Ich überpace nur gerade ein bisschen. Da kannst du auch immer fix schießen, weil dein Wingpartner im Weg liegt. Sowas. Ja. Ah, jetzt ist er tot. Gut. So, da ist sie. Ja, die lebt noch. Wie gesagt. So, ich hab das Schwert zum Schnippelgruß. Lebe lang und fließend. Schreibt me, I, and herself. Die gute Stefanie ist am Start. Und auch für die Stefanie geht jetzt die Hand hoch. Und ich spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebe lang und erfolgreich. Willkommen im Buddies VR Lounge. Schön, dass du heute mit am Start bist, Stefanie. Freue mich riesig. So. Ich muss mal gerade mal hier den Typ 10 und boah. Schönes Feuerwerk. Extra für dich, Stefanie, jetzt hier das und Feuerwerk, ne? Aber hier nur Gegner. Jesus. Ja, machen wir einfach die nächste Ass. Dann Ass ja, die nächste Runde. Ich geh auf dein Ziel immer. Ja, ich. Ich hab jetzt gar nicht groß geguckt, das sah gerade so schön aus. So vom Anflug her, zwischen den Trümmern, die Ass da und ja. War einfach so verlockend, ne? Sah einfach herrlich aus. War ein tolles Bild. ASP sind immer schöne Ziele. Ja, wie gesagt, sah auch geil aus mit den Trümmern vor sich, ne? Ja. Sah echt. War ein richtig schönes Bild. So. Guck ich mich mal um, wenn ich callen soll. Dann nimm mal die Python. Yep.
Nein, den. Nicht die Anna, die sonst. Ja, 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 ja. Na, jetzt habe ich beinahe aus dem Auge verloren. Düppelt der nicht mehr? Nee. Der düppelt aber kurz. Och. Ne? Wenn er kurz verfangen war. Ja, schon wieder aber dafür. Ja. Flachmann. Deine Hülle ist so lang. Mach, beheil weg da mit dir. Ja, ein großes Schiff. Ja, wo ist sie denn jetzt? Da hab ich die Sicht verloren, Mann. Ist sie da? Nee. Immer gucken, wo meine Laser hin. Ja, sehr gut, Flachmann. Ja. Flachmann, habe ich gerade eben nicht gesehen. So. So, nee, so ein anderer. Ja, ich auch. Ich also. Auch ja, jetzt tüppelst du auch nicht mehr. Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt kann sie gar also, nichts mehr. Jetzt kann sie nichts mehr. Da ist nochmal ein Typ 9. Nichts mehr. Oh, Battle Cow. Typ 9 ist fein. Die Battle Cow. Mal gucken, ob sie da bleibt. Und mal direkt auf den Frameshift. Oder aufs Kraftwerk. Frameshift, Kraftwerk. Ich glaub, Kraftwerk war besser beim Thema. Ne? Ja. Ich gehe auf Frameshift. Ja, ich treffe den nur nicht. Kraftwerk ist besser. Ohne Antrieb wäre besser. Triff mal oben, müssen wir auch ganz gut. Mann, Flachmann! Da kannst du mal keins mehr. Bom. Ja, was ja, Kraftwerk, ne? Hab ich gesagt, Kraftwerk. So, gucken wir uns mal um. Ist noch eine Wolke. Da ist noch eine Wolke, die bleibt. Ah ja, wir sind ja schon durch mit der Zone, ne? Ja. Die Wolke noch. Sie doch. Überlebt die nicht. Hey. So, weg ist er. Jo, sehr nice, sehr nice, sehr nice. So, dann lese ich mal gerade wieder im Chat. Das stimmt, Ogni Grauen ist ein Privileg. Wer. Was geht denn hier ab? Du darfst Ogni Grauen. Ich hab kein Feuerwerk bekommen. Ja, das tut uns leid, da war gerade kein Schiff dann in dem Moment da, ne? Das war halt in dem Moment, als die Stephanie da zukommt. Ansonsten ist jedes Feuerwerk für alle hier, ne? Und Ockengrauen ist ein Privileg. Ja, das Privileg darfst du gerne haben, Johnny. Ja? Der Flachmann kriegt sich schon drauf. Ja, eben. Da darf ich auch mal Feuerwerk haben. Genau, Stephanie. Jeder darf hier Feuerwerk haben. Wir machen noch ein paar Feuerwerke. Und zwar für eine Brauerei, aber das Feuerwerken, das haben wir auch drauf, ne? So, das ist mein Inhalator. Ja, eben. Jedes Peres-Bier ist ein Feuerwerk. Das sage ich dir. Geschmackliches. Definitiv. Und wenn es irgendwo ein Feuerwerk gibt, gibt es ein Fest. Und auf dem Fest gibt es Bier. Also. Da gibt es Peres-Bier. Nicht irgendein Bier. Das muss schon das Peres sein. Ja. Das muss man nicht mehr erwähnen, das ist ja. Wenn nicht original Paris ist, dann zumindest eins aus der Paris Limited Earth-like Edition, ja? Oder. Wie hieß die Nummer? Paris Earth Classic Edition. Nicht Earth-like, Earth Classic Edition. Hm? Eine Pyro-Brauerei, schreibt die Steffen. Ja, ja. Wir haben es drauf. Ja, Pyrobrauerei ist gut. Ja, ja. Für Stephanie kennt sich halt aus, ne? Ich weiß direkt, was gemeint ist. Ja. Pyrobrauerei, ja? Also, ich gehe mal wieder rein, oder? Schlangenwald mich sonst hier draußen. Okay, ich komme auch gleich. Alles klar. Ich guck mal.
Yep, sieht gut aus. Ich sehe Verbündete. Verbündete sie. Das ist die Brauerei. So, da sind wir wieder. Weg. You got him. Well done, Commander. Giovanni, hast du eigentlich schon mitbekommen, dass es jetzt deutlich einfacher ist, mit dem FSS-Scanner Target-Signalquellen zu finden? Ah, okay, cool. Die haben da die Farben geändert, also du musst jetzt in den FSS-Scanner gehen, dann klar im Spektrum ganz nach links, weil ganz links sind ja die Signalquellen. Ja, ja, klar. Und dann einfach nach orangenen Pfeilen bzw. orangenen Kreis suchen. Mhm. Und das ist dann die Signalquelle. Also du musst jetzt nicht mehr unbedingt die Boje einfliegen, wenn es irgendwie ungeschickt ist. Also wahrscheinlich hält sich zeitlich, wenn du an der Sonne bist, fast die Waage. Mhm. Je nachdem, wie viel Glück und Erfahrung du mit dem Scanner hast. Ja, ja. Aber wenn du aus irgendeinem Grund nicht in der Nähe der Sonne bist, dann ist auf jeden Fall der Scanner jetzt eine tolle Alternative. So ja, ja, natürlich. Logisch. Wissen für deine Zuschauer. Also ja, das hat der Ulon letztens uns erklärt. Und dadurch, dass die eben die Farbe geändert haben, weil früher dachte ich, wenn alle weiß, egal ob Mission oder, dann war es natürlich deutlich schwerer, die zu finden aus all den Weißen. Mhm. Aber da die jetzt eine andere Farbe hat, ist das extrem schnell. Also du kannst echt so in 5 Sekunden eine Signalquelle mit dem Scanner finden. Mhm, sehr nice. Ja, also genau, weil genau muss man ja oft, dass man ein System springt, um Pirat zu töten oder um mich Sachen aufzusammeln oder weiß ich was, diese Signalquellen finden muss. Das ist ja echt häufig. Lass uns auch hier die Wi-Fi machen. So. Also wenn wir beide mitzählen, wird das ein bisschen verwirrend. Warte, verwirrend. Unsere Aufzeichnung, wenn wir hier beide offenbar zählen. Okay. Von der Hand. Ach, danke schön, das ist ja nett. Hattest du schon immer mitgezählt, David? Jo. Dann lösche ich den einen Eintrag bei mir daraus. Weil sonst habe ich hier doppelt gemoppelt. Weil ich sonst fertig war, ich gehe mal abgeben. Dankeschön, Flachmann. Na, ja, ich geb auch mal ab. Muss ich mal tanken, sozusagen. Ach, ich hab meine Pilotin nicht drin. Lass mal einstellen, damit man ein bisschen Spaß mit dem Fighter haben kann. Nee. Nee. Da schreibt. Da wurde noch viel geschrieben. Oh Gott, 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 Gott. Sorry, Leute. Also, wenn das der Rest Beat Saber extra für Stephanie spielt, spielt der Patrick etwa heimlich Elite?
Was? Der Patrick spielt heimliche Elite? Jetzt bin ich aber baff. Flaffert, ich muss mal kurz hier auf dem Chat angehen. Da wurde so viel geschrieben. Sorry. Ja, ja. Muss da nur reintappen. Da ist es. So, jetzt muss ich mal hoch. Wink mit dem Zaun. Boah, hab ich viel verpasst. Ey, Leute, das tut mir echt leid, dass ich so viel verpasst habe. Da ist der Patrick, gut, tatsächlich. Okay. Da geht die O7 Commander und da geht die Hand hoch und spreizt die Finger zum vulkanischen Gruß. Liebe Langt, erfolgreich willkommen im Buddies VR Lounge. Patrick von die Zockstube VR. Schön, dass du heute Abend mit am Start bist. Freue mich riesig. Der Hammer. Suicide Guys VR. Kann das Spiel was? Nö. Kann es nicht. Suicide Guys VR ist keine Empfehlung. Johnny. Johnny, das war ein Wink mit dem Zaunfall. Okay. Wann ist endlich der 5.9. Patrick? Ja, nach dem 4.9. Stefanie. Und ich hebe ein... warte mal. Und ich hebe gleich ein Cocktailglas zum Genuss von Fluss bei meiner Nachbarin, schreibt die Alice. Ah, Alice, ja, hat geschrieben, dass sie gehen möchte. Alice, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß bei deiner Nachbarin. Genießt die Zeit zusammen, ja. Und wir sehen und hören uns, ne? Schönen Abend noch. Und also wenn das wird, das erste Beat Saber extra für Stephanie. Und spielt der Patrick da heimlich Elite, weil der O7 geschrieben hat, ne? Naja, O7 ist ja ein militärischer Gruß. Wenn du jetzt was anderes spielst, wo man sich auch mit dem Salut begrüßen wird, dann passt es dann auch wieder, ne? Und der Patrick, weiß ich, spielt auch ziemlich gerne Strategiespiele. So, und dann weiter hier. Viel Spaß euch allen noch, schreibt sie da. So, und jetzt muss ich mal hier wieder gucken. Danke, schreibt die Alice. Bye, bye, bis bald. Und da schreibt die Zockstube, der 5.9. kommt sehr bald. Auf jeden, auf jeden. Die Beiträge sind schon zusammen. Am Freitag wird die Moderation aufgenommen. Sehr geil, sehr geil. Sehr geile Info. Keine 2 Wochen mehr. Und dann gibt's die Oculus Quest Show Nummer 5 auf dem Kanal von die Zockstube, ne? Oder? Oder das nächste, die nächste Kollabo mit We Are Byte, mit dem Sascha. Ne, 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 ne. Ist die Quest-Show. Schreib mal rein, die Zockschuhe. Ich bin jetzt total irritiert. Aber ich meine, das wäre doch die Oculus Quest-Show, ne? Eine richtig geile Show. So, warte mal rein. Hängt offenbar auf dem Board. Ich muss mich reloggen. So. Die 5, schreibt er. Ja, sehr geil. Sehr gut. Ich bin echt riesig gespannt, schreibt die Stefanie. Ich auch, ich auch. Bin auch richtig gespannt, was der Patrick sich einfallen lassen wird. Patrick ist auch ein starker Stratege bei Onboard, schreibt der Johnny. Ich habe noch gar nicht mit dem Onboard gespielt. Die Zone haben wir durch? Flachi. Ja. Alles klar, danke dir, sorry. Und sorry, Leute. Ja, sicher, also bis jetzt hat mir... Also bis jetzt hat mir jede Folge der Oculus Quest Show gefallen. Das ist einfach super geiler Humor, auch bei richtig guten Beiträgen über die Oculus Quest und die Spiele. Geil, die Oculus Quest Show. So. Wie sieht's denn mit dem Muni aus? Ladet ihr mich bitte nochmal ein? Ihr habt noch den anderen Wing, oder... Nee, ich musste kurz, weil durch Frontiers Fähigkeit nicht. Ja, ja, aber du warst ja im Wing mit David. Ja. Deswegen, der andere Wing besteht noch. Oder ist da einer weniger? Können wir vielleicht wirklich mal vielleicht jetzt einen Vierer-Wing machen? Wie ist die Lage aktuell? Wir haben einen Spot frei. Ihr müsstet gleich einen Vierer machen können. Alles klar. Ne, hätte ja können sein, weißt du, und dass ich jetzt nicht aufgepasst habe. Vielleicht ein Platz frei wurde, deswegen frag dich. Ich bin noch drin. Ich hab immer noch nicht die Munition geguckt. Ich dachte, die wäre fertig. Ja, ja, aber wie gesagt, ich habe noch 2 Versprengte gemacht. Jetzt sammle ich noch mein Fertig hinein. Ja, immer noch gut mit der Muni. Ja, gut, dann. Steht nach der Mission nicht. Ach ja, Mission. Müsste die Mission aus. Alles ist fertig. Die von dir, Flachmann, ist fertig. Ah, shit, ich hatte nämlich schon abgegeben gerade. Hab ich gar nicht aufgepasst. Die könnten wir kurz wechseln. Und die Stephanie schreibt, ich befürchte schon, Patrick, die ist immer klasse. Ja, das befürchte ich auch. Oder besser gesagt, das
weiß ich. Ja, das ist einfach richtig gute Qualität. Ich komme mal kurz in Supercruise und dann wechseln wir die Mission schnell. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, shit, ich habe nicht mitbekommen, dass du rausgekickt bist. Ich hatte die schon abgegeben. Oder konntest du die jetzt noch einlösen? Du hast sie abgegeben. Kann ich schon einlösen. Das Problem war wahrscheinlich, du hast gerade abgegeben, dann warst du im Board. Ich hatte auch aufs Board. Und wenn man im Wing versucht, gleichzeitig aufs Board zuzugreifen, passiert sehr oft, dass man dann hängen bleibt. Bei mir hat sich dann das Board Ewigkeiten halt geladen. Standby, standby. So kann er sein. Standby, standby. Und der ist halt ein fähiger Entwickler. Ja, ja. Kannst du immer wieder bitte. Immer diese bösen Unterstellungen. Ja. Das ist, ich habe noch eine mit 24 Schiffen. Wollen wir die noch machen? Ich wäre dann raus für heute. Oh, schade. Dann wünsche ich dir aber noch einen schönen Abend und eine gute Nacht, ne? Vielleicht safe, Commander. Euch auch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. So, meine gerade die Wings zusammenlegen. Aber jetzt könnt ihr euch zusammenlegen. Ja, ja, jetzt können wir uns zusammenlegen. Legen wir uns zusammen. Dann machen wir das, bevor ich die Mission teile. Ja, ja, da brauchen wir jetzt auch nicht aus seiner Mission rauszugehen. Da wechseln wir einfach die Gruppe. Ja. Ihr seid jetzt nicht mehr im Open, ihr seid jetzt beim Goomba, wart ihr zuletzt, ne? Oder wie? Ach so, warte. Wenn wir jetzt aus dem Wing auflösen, ist die eine Mission, die wir da erledigt haben, verloren für dich? Ja. Nein. Die hast du immer noch. Die hast du immer noch, bis du die abgibst, ja. Achso, und dann können wir sie dann nachher neu teilen. Genau, ja, richtig. Ja, ja, sicher. Das ist aber nett. Ja, ja. Das ist so klug. Genau. Ja, das ist so super. Ich bleibe jetzt auch nur noch eine Runde da, also so 20 Schiffe oder so, weil ich muss noch zur G122. Das ist schade. Aber es ist wie das, weil auch da braucht man Perisbier. Ist einfach so. So sieht's aus. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Und da schreibt der Patrick weiter. Eine Power Session Beat Saber Geilo. Dann löse ich mal unseren Wing auf. Oh. Ja, aber da hat die Stefanie recht, Patrick. Da hat die Stefanie recht. Von dir wäre das auch lustig. Vielleicht könntet ihr irgendeinen Song zusammen machen. Vielleicht irgendwie was aus dem Generator von der Seite so. Ne? Und die Stefanie nimmt dann halt noch irgendwie, macht es sich noch schwerer, so damit ein bisschen fair ist, ne? Das könnte doch was Lustiges werden. Dann gehen wir jetzt in die Goba-Gruppe schnell. Ja, gehen wir in die Goba-Gruppe. Aber ich wollte vorher noch den letzten Eintrag vom Ogni. Hab immer schon die Videos der Zockstube geguckt, aber seitdem ich eine Quest habe, ist das eine andere Nummer. Danke, Patrick. Ja, da macht er einfach super Videos für die Quest. Ist einfach so. So, dann gehen wir mal in Gobas Gruppe. Zurück zum Hauptmenü. Weiter. Private Gruppe. Goba. Danke, Ogni. Ja, das sagt er nur, wie es ist. Geschwader wird aufgelöst. Ist im Deutschen Reichstag. Immer noch. Wing Leaf steht da, glaube ich, im Englischen dann einfach nur oder so. Ne? Weiß nicht, aber auch nur Deutsch. So, in dem Fall wären wir über eine Wing-Einladung auch sehr glücklich. Ja, das wäre auch, wär so nice. Ich finde dich da auch nicht in der Liste. Wie? Du hast den Flachmann nicht in der Freundschaftsliste. Das ist traurig, ja, ich weiß. Das ist der Hammer. Der ist aber im Squadron-Menü zu finden dann, ne? Suche ich gerade. Ich finde ihn nicht. Ich glaube, der spielt heimlich für einen anderen Squad. Nee, wird der niemals mache. Was denkst du vom Flachmann? David! Ich finde ihn nicht, Jesus! Doch, also sind doch. Nicht befreundet, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich bin so ein freundlicher Kerl. Weißt du? Tja, ich bin naturfreundlich. Siehst du? So, jetzt habe ich dich aber, glaube ich. Schön. Also, Giovanni. Also du musst das natürlich noch annehmen, ne? Ja, warte mal. Kam noch nichts. Ich meine ja nicht ich. Achso.
Ja, hier wird gerade wieder verdammt auf viel geschrieben wieder. So. Stimmt, Ogni, du kannst jetzt überprüfen, ob seine Empfehlungen gut sind, schreibt der Johnny. Und die Stephanie, oder statt einen stummen Übersetzer, einen Beat Saber Übersetzung in der Ecke? Mir übersetzt das immer keiner. Das gibt's doch nicht. Frechheit, warum macht das keiner? Frechheit. At Buddy's Lounge, das nächste Vlog ist am Start, falls du Interesse hast. Ja, können wir drüber reden. Ja, müssen wir mal gucken, was du da vorhast. Ogni, Patrick ist die... Patrick hat die Questbibel. Jetzt hört es mir wieder zu religiös. So. Nee. Ah, da ist eine Geschwadereinladung angekommen. Ist ja nice. Boah, geil, was für ein Wing. Keine Mission. Eddie, David Flachmann, Hammer. Ich hab gerade eine geteilt. So, ja, ich nehme die mal an. Ich teile mal meine. Das hast du die geteilt, die du abgeben wolltest? Nee. Die habe ich aber noch hier drin. Warte mal, ja. Ich habe auch noch eine, aber ich kann 11 Millionen war das, ne? Nein, ich muss die verlassen. Ja, nee, das ist ja richtig. Du darfst sie nicht verlassen. Du musst sie nachher abgeben. Warum? Nein, die eine mit 54 Schiffen, bei der 14 erledigt sind. Ja, das ist meine. Eben, ach, die läuft noch weiterhin, oder? Ja, die habe ich jetzt wieder neu geteilt, alles gut. Spieler drin. Du hast keine Mitspieler drin? Ich muss die verlassen, du musst sie neu teilen, weil wir genau, dann verlassen. Dann verlassen. Ich verlasse deine alte nochmal und dann teilst du die auch nochmal. Das war die mit den 11 Millionen, jetzt ne? Jetzt habe ich deine neue. Und bei mir muss noch... jetzt bist du drin. Genau. Die Mission annehmen bei mir. Ja, da bin ich drin in der neuen, ja. Alles klar, jetzt haben wir es richtig. Ja, Eddie muss alle Missionen noch annehmen. David, hast du auch noch eine? Die habe ich schon geteilt, da seid ihr alle drin. Hä? Nee. Nee, seid ihr nicht. Das klar, jetzt aber. Jetzt sieht's gut aus. Ja, das ist nur eine kleine zärtliche. Ja, egal. Ja. Nimm mal alles mit. Nimm alles mit. Nein, mir ist auch viel. Ja, passt es. Eddie hat keine Mission. Doch, gerade geteilt. Ah, noch annehmen. Ja, da kommt sie. Dann, ja, super. Ja, klasse. Jo, jetzt passt es. Kein neuer Eintrag. Gut, geht's weiter. Da. Ich hab glaub noch keine Mission vom Eddie. Wie? Ich hab eine vom Eddie. Warte mal. Bam, sind das viele Missionen. Er ist bei mir auch in keiner einzigen mit drin. In Davids nicht. Die 11 Millionen habe ich immer noch drin, komischerweise. Ja, ich glaube, die muss nachher auch wahrscheinlich verlassen. Oder weil wir sie schon zusammen erledigt haben, kannst du vielleicht auch einfach abgeben. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber wir gucken gleich mal. Also, beim David sind sie alle drin. Ist der Eddie auch drin? Bei Flachmann fliegen. Doch, Eddie ist im Wing. Eddie ist aber nicht in deiner Mission drin, in der 72er. Okay, ich sehe Eddie hier gar nicht mal im Wing. Ach so, ihr habt ein Verbindungsproblem miteinander. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Das Spiel war ja auch verreckt. Kleibenkleister. Ja, Oh, jetzt geht's weiter, korrekt. Was? Aber wir sind auch gerade verreckt, aber ging gerade weiter. Ah, okay. Was Glück. Er hängt heute ein bisschen. Ja. Strange. Also bei mir wird Eddie noch im Wing angezeigt. Ja. Bei mir nicht. Eddie, bist du da? Vielleicht, wenn wir mal ich bin da. Ja. Ah, jetzt kann ich auch was abgeben. Das ist doch schon mal schön. So. Kann ich
jetzt abgeben. Hier war es mit 42 Millionen und mit 47 Millionen. Das ist wahrscheinlich die von Flary und von mir. Ne, die 9 kann er ja noch nicht abgeben. Wenn er wandert, ja. Nein, wir hatten ja einen Dreier wegen, da haben wir schon 2 abgegeben. Mhm. Jetzt mal irgendwas 47 Mille haben. Ja, Flachmann war ja mit mir im Wing. Nee. Doch. Flachmann war mit mir im Wing. Ja, ich war mit. Markus warst du im Wing. Richtig. Ja. Ich bin alt und verwirrt. Ja, man merkt es. Der Kaffee lässt nach. Ich wollte zwar nicht darauf hinweisen, aber man merkt es. Ich muss mit ihr noch Farpoint zocken. Das lässt mir keine Ruhe, schreibt der Johnny. Glaube ich dir. Wird mir auch keine Ruhe lassen. So. Sieht geil aus, ne? Dann mal rein in die gute Stube. Ja, ich bin schon drin. Ja, komm jetzt. Dumm-ti-dumm. So ein schöner Tag hier. Da waren so viele Wings heute hier wieder, ne? Wahnsinn, ey. Wollen wir wieder sagen. Aber schön, wenn sich viele an so Sachen beteiligen. So. Das ist korrekt. Was? Das ist korrekt. No. Mensch und Mensch. Ja, ja. So muss das sein, so muss das sein. Und da waren wir schon eine Anaconda, lecker. Na Anna, warte mal, mach gerade hier die Asp weg und dann die Anna. Die ist ja gleich weg. Ja, ja, die Asp geht doch schnell. Ja, die gehen irgendwie echt am einfachsten mit so. Ja, Asp geht ratzfatz. So. Mhm. So, da haben wir Anna, ja? Violent Hawk. Der Schiffsname. Ich habe jetzt noch eine schöne Runde, ich glaube, ich hatte 5 oder 6 von diesen. Mhm. Geht das schneller so? Das geht sehr schön, mhm. Schön, wenn man eine Corvette hat und man schiebt so Zehner durch die Gegend so. Mhm. Auf jeden. Komm, da ist ein Challenger. Ja, die sind voll tankig, die mag ich überhaupt nicht, die Challenge. Ja, aber im Viererwing geht die so schön schnell runter. Und nerven die Antriebe immer. Wegschießen. Ja, Antriebe immer, ne? Das geht echt gut bei denen, das ist wahr. Antriebe, dann Kraftwerk, dann geht das ratzfatz. Mhm. Da hat der Flachmann recht. Echt, ich gehe mit direkt auf Kraftwerk. Nee, bei dem muss er echt auf den Antrieb gehen. Das geht so schnell runter, der ist schon platt. Alle diese Gondelschiffe. Ja, also hier die. Und nächste. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen flotter hier, eine Eagle, 6 Kilometer. Ich touch sie nun mal an. Und da geht die auch mal alle drauf. Ne, wollt ihr nicht? Soll ich es alleine gerade weghauen? Ich bin doch auch unterschiedliche Eagles. Achso. Scheiße, ja, unterschiedliche. Ja, dann macht die kleinen Schiffe weg. So. Ich dachte, wäre jetzt schön so einfach mal flott ein paar Eagles. Ja, machen wir doch. Bin doch mit drauf, Giovanni. Ja, super. Zack, erledigt. Das war angeschlagen. Ja, kannst du ruhig drauf gehen. Okay. Mein Vater ist schon auf der Eagle hier. Was bist du jetzt unterwegs? Ja. Ah, da, oh. Mit der Mamba, ne? Oder in der Crate. Also Crate. Ja, ich habe auch gewechselt. Hm. Ja. Ja, sag mal so, wenn du jetzt 4 von diesen Pets hast, die machen auch Damage. Ja, die sind super. Und gerade die Guardian-Fighter sind geil. Welche nehmt ihr? Ihr habt die Guardian-Fighter? Ja, die Lance habe ich. Okay. Na lustig. Jetzt habe ich Eddie hier, aber halt als grüner Spieler, also nicht im Wing. Ah ja, zumindest das, wenn du den siehst, ist schon mal was. Ja. Würde besser. Und ihr habt ihn im Wing. Ja, ja. Alles gut. Mit.
Nee, ist nicht gut. Ich habe mir nicht. Ja, bei mir uns halt. Boah, das war jetzt nicht. Übler Rubberbanding gerade. Hat er jetzt einen Jump gemacht wieder? Ich hab mal kurz Telefon. Jo. Und der macht auch sau Spaß, der Guardian Fighter David, ne? Allein schon wegen dem Sound und dem Cockpit. Ja gut, ich flieg die Dinger ja nicht selber. Ja doch, ist geil. Ja, ich habe mich für den Plasma hier entschieden. Ja, ja, der ist auch gut. Ich habe den Guardian ja nicht. Mhm. Auch gut sind die Fighter mit fixen Laser. Den hatte ich auch vorher drinne. Aber ich fand, der hat zu wenig Damage gegen Hülle gemacht. Okay. Ja. Und darum habe ich Plasma genommen. Ja. Der kann Schilde und Hülle also. Und Frank hat letztens den Kondor ausgepackt wegen dem Multicamp. Das ist natürlich auch nicht dran. Ja, ja. Kannst ja auch zwei mitnehmen und dann dementsprechend auch wechseln, ne? Ja. Aber das ist wieder ein krasser Leck. Zack, war der bei mir. Gott sei Dank, die 3 Kilometer weg. Nee, bei mir jetzt gerade extrem. Wir hatten vorhin auch so. Vor der Nase hast du den so. Du schießt auch mal hin. Ja, ja genau, ja, ja. Ah ja. Was soll's. Oh, komm. Da kriegen wir doch die Igel vielleicht noch. Ja, sehr schön. So, sie hat, da ist noch einer. Ah, der springt jetzt. Ich habe hier noch eine Eagle auf 20, vielleicht. Ich weiß nicht, was hier mit der Viper MK4 ist. Die ist, ja, ist weg. Ja, komm, springen wir. Ich habe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich wollte eh noch an die Station, um auch mal meinen Fighter-Piloten einzustellen. Bin direkt wieder da. Jo. Will auch ein bisschen Spaß im Fighter haben. So, mich macht das Spiel fertig, halt der Johnny. So, lassen wir mal wieder lesen, was ihr geschrieben habt. Soll man wegen nochmal neu machen? So, da ist der Chat. So, bis später, schreibt ihr. Na, der Hund ist dran. Schreibt der Patrick. Ah, da wurde noch mehr geschrieben. Flock ist am Start, genau. Er singt wieder. Ob Leni Mittagsschlaf macht, weiß ich nicht, Johnny. Bestimmt, sagt die Stefanie, mit einer Keule im Mund, sabbernd und glücklich. Gönn ihr, sage ich nur. Ich muss mit ihr noch Farpoint zocken, das lässt mir keine Ruhe. Ach, das war das. So, das die. Auch schon mal. So, ja, jetzt weiß ich doch was. So, der Hund ist dran. Bis später, schreibt der Patrick. Ich muss auch immer alleine Farpoint zocken. Och, arme Stefanie. Ja, auf jeden Fall. Patrick, hat mich gefreut. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen und hören uns. Ne? Hau rein. Und der We Are Minds ist am Start. Der aus Seven Commander. Und da geht auch für dich die Hand hoch. Und ich spreize die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebe lang, erfolgreich willkommen im Buddies VR Lounge. Schön, dass du heute mit dabei bist. So. Hast du keine Panik vor Spinnen, Stefanie? Nee, die riesige ist der Knaller. Da stand ich beim ersten Mal staunend mit großen Augen und offen davor. Mit dem Mund, ja. Koop Farpoint. Geht, Stefanie. Sagt der Ogni. Und der Johnny, okay, mich macht das Spiel fertig. Ja, der Johnny hat es nicht so mit Spinnen, ne? Weiß nicht, warum ich es Lini versprochen habe. Hatte wohl zu viel Rum-Cola. Ich weiß, Ogni, aber keiner spielt mit mir. Das ist so schade. Mensch, das macht mich richtig traurig. Ich habe ja keine PlayStation VR, sonst würde ich mit dir spielen. Macht nicht, ich bin's ja gewohnt. Soll ich mit dir auch. Genau, Johnny, spiel auch mal mit der Stefanie. Farpoint. Aber nicht jetzt. Ein andermal, ja? So. So, und jetzt mal weiter hier.
Weil jetzt hole ich mir erstmal noch einen Fighter-Pilot, damit ich mich selber in den Fighter auch setzen kann und auch meinen Fighter mal ballern, also auch meinen Fighter-Piloten auch mal ballern lassen kann. Mach das, genau. Das hört schon am Plan an. Finde ich gut. Ein Peres-Bier habe ich auch noch im Kühlschrank. Könnte ich auch noch gleich holen. Nee, komm. Heute mal nicht. Heute mal kein Peres. Heute mal nur Wasser und Inhalatorstäbchen. Ich trinke ja nur Kaffee. Haben wir eigentlich auch bei der Brauerei Kaffee oder so? Ja klar, den Edgrätsche Kaffee. Neuen Markt erschließen. Haben wir? Ja, aber Kaffee ist doch eigentlich eher Gateway-Spezialität, oder? Von unseren Freunden. Ja, aber... Im Gateway. Ja. Ja, der ist eigentlich die Kaffeespezialität. Ja, das sind wirklich extreme Kaffeespezialitäten. Aber wir haben auch sehr guten Kaffee. Ne? Wir haben ja auch tolle Landwirtschaftssysteme und natürlich gibt es da auch Kaffee. Den kannst du ja, wir haben das größte Landwirtschaftssystem überhaupt mit Hebo. Ja, ja, definitiv. Da gibt es guten Kaffee. Da gibt es echt alles. Ja. Ist perfekt. Wollen wir den Wing nochmal auflösen und komplett neu machen? Ja, bitte. Können wir mal machen. Lasst es uns tun. Lasst es uns tun. Das ist wieder eine Mission fertig? Ah, das ist immer noch die 11 Millionen Mission. Da gehe ich jetzt nochmal raus. Lass uns mal alle raus und dann können wir alle nochmal teilen. Dann ja, wir das ja und teilen die 11 Millionen Mission noch nicht, oder? Flachmann, bist du noch am Start? Ja, ich glaube, der holt sich jetzt gerade ein Bier. Naja, dann lass uns mal den Wing alle verlassen und den Wing neu machen. So, ich lande jetzt auf dem Landeplatz 5. Wo ist er? Da, hinter mir. Da ist er. Na, Mist. Geh ich auch nochmal nachtanken. Oh, mal ganz simpel. So, jetzt steht er richtig. Sehr schön. Gib mir den Rest. Die Stimme. Gib mir. Ich liebe das Spiel, der einzige Moment, wo ich zur Ballerina werde. Ja. Wenn ich es mit Leni überlege, kann ich mir den Rest mit dir geben. Überlebe, meinte ich. Gib dir mit mir den Rest, genau. Ja, ihr seid hart drauf, Leute, oder willst du? Ihr seid schon krass. So. Das ist so schön, das muss ich echt sagen. Da macht mir auch so viel Spaß hier mit euch. So, und genau, Crew Lounge. Da, ich habe noch einen Platz frei in der Lounge. So, und da ist die Janina. Die Janina Aguilar. Mhm. Sorry. WB. Was ist nun mit Wing? Den erstellen wir jetzt neu. Den machen wir neu. Dann müssen wir erstmal raus. Ja, du musst erstmal raus. Das ist korrekt. Ja. Verlassen. So. Wer macht freiwillig auf? Ghosty ist zurück. WB Ghosty. Ja, ihr habt ihn ja noch gar nicht... Der war ganz am Anfang mit dabei, also im Chat. Und ist jetzt wieder zurück, der gute Ghosty. Vielleicht kommt er ja auch hier auf den Discord. Das kann gut sein. Man weiß es nicht, aber kann durchaus sein, dass er das macht. Man hat schon munkeln hören, dass der Ghosty hier auf dem TS, TS sage ich schon, auf den Discord unterwegs ist. In der Zeit gucke ich noch nach einer weiteren Mission. Tja, Eddie kann ich nicht in die Geschwader einladen. Dann starte doch nochmal deinen Rechner neu. Der Eddie wird mir auch jetzt im Open angezeigt. Nee, jetzt in Grobers Gruppe. Nee, das ist einfach noch ein bisschen unaktuell, aber
Flachmann, starte du noch mal bitte deinen Computer neu. Nicht deinen Computer neu, Entschuldigung, das Spiel neu, wollte ich sagen. Ja, ja. Sorry. Könnte schon Aufhilfe schaffen. Haben gute Erfahrungen mitgemacht, du weißt ja. Eddie, bist du in der Kampfzone oder wo? Ich stehe da vor, Tom. Im Super. Ja, was sagt. Ich würde echt sagen. Ja. Ja, komm. Okay, ich starte neu. Integrierte Firmware. Ja, nehmen wir die integrierte Firmware, ist schon interessanter. So. Ich habe noch eine zweite Mission angenommen. Seid ihr jetzt wieder oben, ja? Nee, beim Gova. Winter wird mir gar keiner angezeigt. Scheiße. Vielleicht wird Eddie auch nochmal neu starten. Ja, ich versuch's mal. Ich mach auch mal Router Neustart und dann. Nee, der hatte irgendwas, was er machen musste. Der wollte sich. Was hat der Gusti nochmal gesagt, was er machen musste? Sich aufhübschen oder so ähnlich. Ja, irgendwie so. Aber er hat der Gusti. Machen, ja, gut, der Gusti muss da einige Zeit immer investieren, ne? Ja, das kostet Zeit. Ja, sicherlich. Jemand versucht doch noch was, nicht so wie du. Guck dir mal meine schöne Lockenpracht an. Hast du nicht völlig aufgegeben? Wenn genau. Ich mir jeden Tag hier Zeit gibt für meine Locken, damit die beim Stream passen, ja? Dann meinst du, was das dauert? Ja? Weißt du gar nicht, ne? Ich dachte, das ist eine Pause. Nein, das ist alles am Avatar echt. Das ist alles am Avatar echt. Ehrlich, also wirklich. Stefanie, wie die mit einem reden, ne? Gibt man sich so viel Zeit, dass man so hübsch aussieht hier wie Ellen Louise Ripley, ja? Und da wird es noch so angemacht, dabei mögen die alle die Figur. Ne? Ist so. So. Da schreibt der Gusti was. Nein, musste mich dringend kultivieren. Außerdem bist du nicht so schön, dass ich bei deinem Anblick ohnmächtig würde. Oh, Johnny. Hat er so geschrieben. Auch der Oh, Johnny. Also der Johnny ist nicht so schön. Seit der Gusti. Aber das ist halt immer im Auge des Betrachters, ne? Man hat ja schon munkeln hören. Man hat ja schon munkeln hören, dass da einige Nachbarinnen beim Johnny da immer ums Haus rumlaufen, damit sie mal in das Gespräch kommen mit dem, ne? Das hat man hier auch schon munkeln hören. Ich hoffe, ich darf das sagen, Johnny. Ich finde die Frisur klasse, Buddy, schreibt die. Danke, Stephanie, danke. Wenigstens eine, die das hier zu würdigen weiß. Muss man wirklich mal sagen. Ihr bezahlt, damit sie das schreibt. Jetzt noch kurz Koffeinschub. Nein, ich krieg kein Geld dafür. Ich bin armer Schlucker. Kann auch kein bezahlen, dass niemand was schreibt, David. Jetzt noch kurz Koffeinschub tanken. Dann bin ich auf dem Discord. Ghosty kündigt sich an. Ja, sehr nice. Dann tank mal Koffein. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee. Weißt du eigentlich, wie lecker der ist? David. Das ist korrekt. Na? Liter Milch, Kilo Zucker. Nein, da ist er noch nicht mehr schwarz. Also schwarz mit ein bisschen Zucker. Und vielleicht ein Tropfen Milch für die Farbe. Genau. Saufen Milch und der Löffel muss drin stehen. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee. Weißt du eigentlich, wie lecker der ist? Und kennt ihr diese gezuckerte Milch? Ja, diese Dosenmilch da. Ja, die ist auch geil. Muss ich echt sagen. Die ist klasse, ja. Hey, ich hab hier einen habe ich noch nie gehabt. Das Hauptschiff ist eine Anaconda und hat zwei Typ 10 als Wingbegleitung. Oh, und nicht schlecht. Also ja. Die Kombo hatte ich noch nie. Ja. Ah, hier ich hatte gestern auch ein Dreierwing bestehend aus drei Anacondas. Piraten. Ja, pass mal das, auf. Das gibt schon, aber eine Anaconda und zwei Typ 10 hatte ich wirklich noch nie gesehen. Ja, schon noch nie gesehen. Aber hier, der Johnny schreibt, war beim Friseur, bin jetzt sexiest man alive. Ja. Wir sind gespannt, Johnny, wir sind gespannt. Buddy zahlt in Streams. Ja, mache ich gerne, Stefanie. Oh, Johnny, schreibt die Stefanie. Stefanie, schreibt der Johnny. Ja, nice. So, wie sieht's aus mit dem Wing? Kriegen wir einen zusammen? Ich probiere gerade mal, ob ich einen Eddie einladen kann jetzt. Ja, oder ich probiere mal, ob ich einen Eddie einladen kann. Aber weil ich Probleme hatte mit ihm, wäre es vielleicht gut, wenn ich es probiere. Ja, dann mach du mal. Ich sehe den Eddie in der Freundschaftsliste gerade nicht. Zuerst wollte keiner, jetzt schlagen sie sich drum. Ja, mach. Hau rein. Warum sehe ich den Eddie nicht in der Freundschaftsliste?
Eddie, bist du noch da? Er wollte den Router neu starten. Vielleicht ja, er wollte Router neu starten. Ah, alles klar. Das hätte er jetzt müssen machen müssen. Ja, Minütchen nee. Ja, müssen wir noch ein Minütchen warten. Hätte gar nicht machen müssen. Wir hatten ja, das war ja nur bei dir und bei ihm. In dem Fall reicht ja, wirklich aber meistens, wenn einer, wenn zwei ja Probleme haben, den, das Spiel neu startet. Gut, hätte er schon neu gemacht. Ja. Schade. Mit Rubber Banding und so lief es ja bei euch auch nicht ganz sauber. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann fliege ich auch nochmal kurz zur Mission, zur Station. Oh, hier wird wieder wild diskutiert. Johnny Sexiest Man Alive, aber nur weil er nie eine Hose anhat. Stephanie? Nie? Johnny? Nie. Sehr geil. Jetzt bist du baff, Stephanie. Naja, Stephanie schreibt, oh, Johnny. Sehr nice. Nee. Aber du kannst so eine Hose schon mal von Vorteil sein. Ja, man muss ja wegen dem Zwang in der Gesellschaft, weißt du? Ja. In der Gesellschaft auch, in ihren ja Zwängen, ist ja klar, ne? Zu Hause ist halt was anderes. Oh. Hose zweckt doch nur ein. So. Genau, die VR-Community muss Johnny immer erst nötigen, damit er sich eine Hose anzieht. Genau, so ist es. Hat der Gusti reingeschrieben, das haben wir letztes Mal schon mehrfach gesagt, dem ist der Fall. Ne? Der darf halt nicht vergessen, vorm Rausgehen sich eine Hose anzuziehen. So. Ich vergesse das regelmäßig. Ja, ich auch. Ich aber auch ich ja persönlich nicht. Nein. Ist egal. Meistens werde ich auf der Arbeit dann drauf angesprochen, aber da habe ich schon immer eine Ersatzhose liegen. Naja, für was gibt's hilfsbereite Kollegen? Also meine Ersatzhose da, ja klar. Ja, komm. Also, wenn du zum Chef gehst, mag dir vielleicht noch eine Hose. So. Wir sind ja schon gewöhnt, aber. Listnix schreibt, bye, geh noch kurz ans Meer. Ja, dann viel Spaß am Meer. Ist nix. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen und hören uns. Hosen werden nicht überbewertet. Also, Stephanie schreibt, Hosen werden echt überbewertet. Ja, so ist das, Stephanie. So ist das auch. Hosen werden total überbewertet. So. Ist so. So. Eddie wieder am Start? Ne, noch nicht, ne? Ich höre das nicht, wenn einer den Discord joint. Oh, guck mal, da ist der Flachmann gelandet. Ja, Flachmann, du bist gelandet, ne? Ja. Also im Spiel kam er gerade online. Nutzt ja, super. Zeit. Okay. Ja. Der, wenn er jetzt ins Spiel online kam, dann passt er dir. Ja, nochmal die freie Kamera, warte mal. Also hier, nein. Ne? Na, der geht runter. Nee. Wechseln zur freien Kamera, F9. 2, 3, 4, müsste hier sein. Hauptmenü habe ich noch. Jetzt haben wir es. Oder? Nee. Was hast du gemacht? Nee, die habe ich noch im Hauptmenü. Jetzt habe ich ihn im Solo angezeigt. Ja, nein, dauert im Open, Moment. Im Open, sorry. Ja, dauert einen Moment. Flachmann ist lokal. Eddie ist im Einzelspieler. Einzelspieler. Also. Das dauert einen Moment. Da ist er wieder. Ja, super. WB, Eddie. So, und Reh. WB. Willkommen zurück. So, jetzt probieren wir das nochmal. Also, ich bin immer noch. Mal. Bist du noch in der Station unten angedockt? Nein, ich bin 1000 Kilometer vor der Kampfzone. Und jetzt sehe ich euch auch hier. Das ist. Hey. Dann probiere ich dich jetzt mal einzuladen. Ja. Ja, jetzt wirst du mir auch in der Gruppe angezeigt. Und ich kann nämlich mal einladen. So, dann starte ich jetzt mal. Habe ich eigentlich noch munitioniert, schaffe ich. So, Einladungen sind raus an alle. Ja, sehe ich David. Flachmann und David bis jetzt. Ja, ich auch euch zwei. Alles klar.
Eddie, mach uns nicht schwach. Nein, der hat nur eine lange. Oder noch nicht erhalten. Jetzt ist er angekommen. Dauert manchmal einen Moment. Hey, Eddie. Ist er schon im Wing? Ja. Bei mir ja. Ich sehe ihn noch nicht, aber vielleicht, wenn ich in den Supercruise springe. Ja, warte mal ab, wenn ich in den Supercruise springe. Ja, kann sein. Ja, 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 ja. Ich gehe jetzt erstmal in den Supercruise. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. So. Annehmen. Fleißiges Teilen und annehmen. Ja, dann noch nur. Oh. Ich bin. So, das geht noch. So. Das war die zweite Mission, das ist die erste Mission. Ja. So. Aufpasst. Nabend. Nabend. Hey, hey. O7 Commander. O7. Alles gut. Ja, sehr schön. Wie geht es dir? Alles gut? Bis gerade, ja. Hast du dich was verschnupft an, ne? Nee, ich war kultivieren. Aha. All-Inklusiv-Paket. Aha. Was ist das? Ne, der Pubertätsrasen musste weg. Ach so, du warst beim Barbier, oder was? Ja, mach ich selber. Machst du selber? Ich mag das beim Barbier. Oh, ich muss. Ich lass mich von niemandem rasieren. Auch nicht von dir. Du setzt mir immer zu tief an. Ja, ich setz sehr tief an, das ist richtig. Ich muss aber hier mal mein Inhalatorstäbchen holen. Oh ja. Mir wieder ein Glücksinhalatorstäbchen anzünden. Oh, immer mal wieder. So, da weitergehen. Ja. Mission alle geteilt und drin. Oh, da fehlt ja noch ein. Huhu. Zurück, Huhuisier. Ah ja, ihr Hut euch ja immer. Stimmt ja. Beinahe noch verpasst, ne? Da, zwei Annas. Ich kann mich nicht entscheiden. Hat jemand schon eine drin? Ne, ich komme jetzt rein. Gar nicht in der Kampfzone. Also ich gehe dann auf die erste Anna, oder? Ja, die schießt schon auf mich. Ich gehe auf die, die auf mich ballert. Also die Anna, die auf mich ballert, ist die erste. Da ist noch eine zweite irgendwo. Bitte auf meine gehen. Das ist die Perfect Dagger. Das perfekte Messer, ne? Oder was? Oh. Die hat jetzt hier auch Rubber Bandings. Traurig. Also Johnny, das kommt ganz auf die Größe drauf an, wo der Buddy beim Rasieren ansetzt. Also wenn wir zwei nebeneinander stehen würden, mir würde er den Hals wegrasieren und bei dir wäre es ungefähr der Bauchnabel. Bezogen auf The Walking Dead, Saints and Sinners. Weil da tue ich gerne rasieren mit Katana. Weil das schärfste Messer ist überhaupt. Das ist ein super Messer. A perfect dagger. Ja. So. Fällt ja nur noch ein Spiel mit dem Katana, ne? Ja. Walking Dead Onslaught. Ja, hab ich schon bestellt. Mm. Nee, fällt noch ein anderes. Was denn? Ja, dass man mal mit dem Patrick zusammen spielen kann. Ach so, du meinst halt mit Messern. V-Cup. Nö. Nee. V-Cup hast du ja schon. Ja, warte, meinst aber du denn? Ja, The Forest. Ach, The Forest. Ja, muss man holen, hast recht. Muss ich mir erst mal holen. Also, ich habe noch ein paar andere Sachen noch auf dem Schirm, die ich jetzt demnächst machen will. Einmal hätte ich richtig Bock auf richtig geiles, so einen richtig geilen Tag, Project Cars mit Fun-Rennen, ne? Wie wir auch beim Hack hatten. Mhm. Und dann hätte ich nochmal Bock auf Constructors. Auf eine richtig geile Session. Und ich habe noch
zwei VR-Spiele hier, die ich noch nicht auf meinem Kanal präsentiert habe. Einmal das Real Tennis Simulator, der ist richtig nice. Den habe ich damals vor 3 Jahren oder so gespielt. Zuletzt. Mhm. Und da kamen auch immer wieder Updates raus und ich wollte mal den Leuten zeigen, dass man richtig schön in VR Tennis spielen kann. Mhm. Und dann war noch ein anderes, das VR Regatta. Das habe ich jetzt, ich habe eine Gutschrift bekommen von Oculus von 8 Euro. Oh, okay. Und da habe ich mir das VR Regatta, also das Segelspiel, da noch geholt. Mhm. Das wollte ich mir dann auch mal angucken mit euch. Und wieder eins vergessen. Der Buddy braucht Tastnotizzettel. Ist der Killshooter am Start? Guten Abend, Killshooter, wie geht es dir? Und Seven Commander. Den Umständen entsprechend. Ah ja, dann warte mal. Schwanger? Manch einer sagt, mein Gruß hier, der hebt die Laune und deswegen hebe ich mal die Hand, spreize die Finger zum vulkanischen Gruß, liebe langt erfolgreich. Willkommen im Buddies VR Launch Killshooter. Schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Freue mich riesig. Oh. Freut mir. Ja, geil, ne? Oh, und ja, Elite, du bist im Livestream, ne? Ist dir klar, ne? Ja, ich weiß, dass ich da bin. Alles klar. Ich höre dir schon seit gefühlt einer halben Stunde zu, hast du mich nicht gemerkt? Nein, wir waren hier so mit dem Wing und Wing neu machen beschäftigt und Chat dabei, ne? Ich höre das auch nicht. Ich krieg kein Signal, wenn ich streame. Da hat jemand in den Discord kommt, das ist irgendwie so eingestellt. Was ja auch praktisch ist während des Streams, ne? Da der Signalton dann nicht angeht. Und da höre ich dann auch mit, wenn einer reinkommt. Ist ja alles okay, Basta ist. Ja. Ich muss dich ein bisschen lauter machen, habe ich so das Gefühl. Dann passt alles. Aber erst machst du noch die Konfliktion zu Ende, dann machst du dich noch nur einen Tick lauter. So. Du weißt, dass auch Tower Tag noch auf dem Schirm ist, ne? Ja, Tower Tag muss ich auch mal wieder spielen. So ein geiles Game, ohne Witz. Mhm. Gab erst wieder ein Update. Ja, um spielen zu kommen. Update gab. Ich so viel, was ich auf dem Schirm haben muss. Und dann hat noch die Sachen, die ich auch schon längst gemacht haben wollte, ne? Aber ja. Ich komm zu nix. Ja, aber schreib dir eine Liste. Ja. Mach ich bald echt. So. Oder soll ich ja mit dich eine anlegen? Muss ich dich ja jedes Mal fragen, Gottes Willen. Ja, eben, ne? Ja. Das macht sonst keiner, also warum solltest du es tun? Ja, um Gottes Willen, ich fang damit nicht an. Nee. Du weißt ja, ne? Zettel schreiben, das kostet extra. Ja, eben. Da muss ich ja noch über Sekunden machen. Mhm. Über Wochen. Ja. Weil ich krieg 60 Minuten die Stunde beim Ghosty, ne? Mhm. Ist wirklich so. So, würde man sagen, die Igel probieren, ne? Willst du dran lecken oder was? Ah, immer bist du so. Warum? Ja, du willst sie probieren? Ja. Bevor sie wegkommen. Wollen wir die noch kriegen? Bestimmt kriegen wir die noch. Da ist noch eine Viper mit ausgefahrenen Waffen. Nicht mehr lang. Ja. Das war jetzt ein Regenbogen. Johnny hat gesagt, er würde dich mal gern rappen hören. Du willst mich mal rappen hören? Ja, weil der Ockni geschrieben hat, Buddy rasiert, wenn er rappt. Mann. Klar, jetzt ist mir die Inhalator-Stäbchen aus dem Mundwinkel gefallen. Ja, das ist immer gefährlich. Kriegst du auch, ey. Ja, warte mal. Jetzt mal gerade mal gucken. So rum. Jetzt wart, ne? Keiner mehr im Schirm. Wie sieht's aus mit der Muni? Ja, es sieht top aus. So. Ja, das ist ja super. Du
Du würdest mich gerne rappen hören. Ich hab einen Rap von mir. Findest du, habe ich ein Video mitgemacht. Einen alten Rap von mir, ja. Straßengedanken. Intro zur VR-Lounge. Wird immer in der Übersicht angezeigt. Das ist ein Rap von mir. So live ist das immer so eine Sache. So, wenn du hier Elite spielst. Brauchst du auch den richtigen Beat zu, ne? Also eine Sache. Und dann ist halt hier Discord und das hört sich ja nicht gut an, dann, wenn man hier so rappt. Ne? Ja, wenigstens eine Boombox. Ne? Wenigstens eine Boombox muss da mit bei sein. Ja. Ey, warum eigentlich Rap? Warum nicht Hip-Hop? Hä? Weil Hip-Hop, Hip-Hop ist das Ganze. Hip-Hop ist die Kultur und Rap ist die Musik. Also Rap ist eine Art der Musik im Hip-Hop. Ja, andere. Richtig. Gibt ja noch R&B ja. Zum Beispiel, wird ja da auch viel gehört. Ne? Oder Soul wird in der Hip-Hop-Kultur auch viel Soul gehört zum Beispiel. Ne? Ist so, ja, damit hast du angefangen. Rap ist eine Musik. Rap ist eine Musik. Funk. Ne? Auch sehr geil, ne? Oder jeder hier. Also das ist ja mehr. Ne? Es gibt ja dann auch die Kunst, ne? Graffiti. Breakdance, ja. Hip-Hop ist ja mehr. Hip-Hop umfasst ja viel mehr als nur Rap. Und Electric Boogie. Ja. Aber das ist ja alles tot. Das gibt's ja schon ewig nicht mehr. Aber Rap gibt's noch. Rap gibt's noch. Sogar guten Rap gibt's noch. Ja, sogar guten Rap gibt's noch. Das war längst Sellout, aber gibt noch guten Rap, ja. Wage ich zu bezweifeln. Doch. Gibt noch guten Rap. Du musst zwar suchen, aber du findest bestimmt irgendwo was. Ich finde es immer noch guten Rap. Allein die Leute, die früher schon guten Rap gemacht haben, die machen heute auch noch guten Rap. Ja. Yeah. Könnte noch leben. So. Mit Hähnchen und Salat. So. Ja, also gibt halt, heutzutage gibt es halt so neue Mode. Mäßig halt andere Art von Verständnis, was dann als Rap verstanden wird, was in meinem Auge dann auch nicht mehr wirklich Rap ist. Aber klar, also so Künstler wie Samy Deluxe machen ja auch noch weiter, ne? Oder die Beginner. Die sind auch noch am Start. Also ist ja nicht, dass die jetzt nicht mehr rappen, ne? Ja, aber die machen das mehr im Altersheim jetzt. Also soll dann heißen. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, oder? Ja, aber ich bin ja auch noch nicht im Altersheim. Ja, also von daher. Ja, und wenn ich die noch. Und wenn ich im Altersheim bin, dann höre ich die auch noch, weißt du? Das ist ja das Geile, ja, sicher. Die älteren Leute hören ja immer die Musik, mit der sie aufgewachsen sind. Ja, werd noch aus dem Altersheim Elite Dangerous streamen, Leute. Nur für euch. Nebenbei mit dem Rollator durch die ganze Welt gefahren. Hab ich keinen Simulator Stuhl mehr, dann, ne? Fahr ich mit dem Rollstuhl zum Hotas. So. Ein Simulationsrollator. Ja. Wird bloß für Half-Life Alyx und Onward ein bisschen schwierig. Ich werde der heißeste Rentner von allen, ohne Witz. So. So. Ach, schöne Bilder. Jetzt bebuggt er wieder, schade. Könnte ich nochmal eine Einladung haben, bitte? Oh, der Flachmann ist weg. Ich sagte so von einer halben Stunde Disconnect, aber sonst. Ja, neu. Ja, du weißt doch, wie der die ist. Alle stürmisch. So, Ghosty, gibt's was Neues im Chat? Danke. Johnny hat geschrieben, wenn ich singe, fallen alle. Was? Fallen alle an? Fangen alle an zu würgen. Das naja, egal. Vielleicht klappt es ja ob Kölsch besser. Hier immer so Bub-Songs oder so, ne? Die sind ja auch sehr nice. So Wellenreiter, mein Lieblingssong von Bub zum Beispiel, ne?
Richtig toller Song. Die Gelegenheit dann die Mission nochmal teilen, bitte. So. Annehmen, Mission teilen, ja. Das war die, die, ja, die geteilt sein sollte. Genau. Super, geteilt. Geil. Johnny, wie kam dein Begrüßungskuchen eigentlich an? Wie Begrüßungskuchen? Ach so, ja, für die Nachbarin, ne? Ja, ich so. Wenn er alles gemacht hat, was wir gesagt haben, dann hat er sich ja vorher noch die Hose angezogen, ne? Ja, im Kuchen. Was? Eddie müsste seine Mission noch einmal teilen, bitte. Sekunde. Halt. Da ist eine Vulture und die geht schon runter von euch. Ihr kennt keiner warmen. David kennt keiner warmen. Nehmen wir uns die andere Vulture hier. David hier, bei der Vulture, die ich hab, treffen. Geteilt. Mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel, mein Ziel. Alle mein Ziel. Also ja. Oh, der Schleicher dümpelt da rum. Ja, da musst du halt mal fix schießen. Was? Nein. Wie nein? Meine Augen können maximal 10 FPS erfassen. Achso. Dann hol dir eine VR-Brille. Und geht das. Ah, jetzt düppelt der doch gar nicht mehr. Ist ja langweilig. Ja, nichts mehr. Haben wir schon? Ich gehe jetzt mal hier in meinen Fighter. Ha! Ich hab doch Angst, dass die mein Schiff zerstört. Ach Quatsch. Siehst du ja, was mit deinem Schiff passiert. Gibt's ja auch Befehle. So. Things were a little hairy for a second there. Affirmative. Maneuvering to attack position. Er ist tot. Mit 4% haut ihn mein Dippel raus. Okay. Also, Johnny hat geantwortet. Ja. Ich sag mal so. Bin immer noch Single. Beim nächsten Mal beherzige ich eure Tipps. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Er hat wirklich dem Kuchen die Hose angezogen. Ja. Du sollst die Hose anziehen und dann Kuchen mitbringen. Oh, Johnny. Nicht den Kuchen anziehen und die Hose essen. Was soll ich machen? Alles gut. Schilde weg, Spiele angeknabbert. Das ist mein Fighter. Weil ich doch nur in die Trümmer reingeflogen bin. Hat ja, Spaß gerade, weißt du? So, sonst ist der noch gut. Ast rein in den Schuss, ich sage dir. Alles klar. Aber danke für den Hinweis, ich habe das gerade mitbekommen. Ohne Witz. Hab er in die Außenkamera und dann irgendwie war alles runter. Geht schnell im Fighter, ja. Hm. Ach, wir haben uns undeutlich ausgedrückt, sagte Johnny. Ja. Ja. Oder? Ja, wir müssen dann eindeutiger sein. Wir müssen uns klarer ausdrücken. Ja. Okay.
kann schon mal kurz schauen. Ja. War das? Jupp. Und so. Sehr nice. Warte mal, David. Ich will mal gerade den schönen Flug machen. Okay. So, gehe ich mal kurz was gucken. Dankeschön. So, dann wechsle ich mal wieder die Perspektive und wechseln. Wir sind hier fertig, ne? Oder? Ne? Jo. Oh, cool. Und noch ein Strich. Ja, ja. So, ich sag mal, wo ist die immer noch? Ja, 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 da waren die letzten Einträge. Ne? Man glaubt es kaum. Ja, ja, ist aber so. Mhm. Ja, ich habe gerade einen anderen Stream kurz geguckt. Ja. Für 10 Sekunden, dass ich schnell den Daumen drücken kann. Da spielt jemand Tower Tag. Ah, schön. Wer spielt denn Tower Tag? Der Mo. Ah, nice. Beste Grüße an Mo von We Are. Mhm. Voll cool. Ja, ist er wieder zu Hause? Möglich? Ich ja, weiß es cool. nicht. Ich habe bloß kurz reingeguckt, schnell mein Däumchen gegeben. Jetzt bin ich zu früh, reingesprungen. Eigentlich nicht, oder? Hä? Ich warte 9 Kilometer hier. Waren wir nicht alle draußen? Ich war draußen. Ja. Waren alle draußen. Auch. Ich bin zu früh rein. Das so. Aber kein Problem. Kriegen wir schon hin. So, wie sieht's denn mit den Missionen aus? Ich habe ja noch eine zweite sogar am Start, ne? Eine ist hier schon fertig im Log. Das ist die vom David. So, dann haben wir die 35 von Eddie. 12. 36. Crash Hero Style schreibt, er ist noch nicht. Ja. Home. Oh, meine Mo, ist auch bald fertig. Mo ist noch nicht daheim. Ah, Mo ist noch nicht daheim. Danke dir, Crash Hero Style. Und das war die zweite von mir. Hm. Dankeschön. Ohne Game Hits 89 ist am Start. Ja, wunderbar. Ich wollte es gerade sagen. Na, ja, Game Hits. Ich habe gerade hochgeguckt zum Chat. Da geht die Hand hoch und spreizt die Finger zum vulkanischen Gruß. Lebelangt erfolgreich willkommen im Buddies VR Lounge. Schön, dass du heute mit dabei bist, Game Hits. Freue mich riesig. So. Gerade in dem Moment gerade im Chat hochgehoben. Du sollst nicht immer auf Chat gucken. Nee, geht doch nicht, aber da habe ich den. Wo ich jetzt hingucke, da habe ich den Chat oben. Da bei der Kanone. Mhm. Ungefähr. Habt ihr ein Target? Nein. Ah, jetzt tauchen sie auf. Jo, Python habe ich. Also die richtige. Also Mission sieht gut aus. Wie gesagt, ich habe da noch eine zweite drin. Die zum Abschluss machen geht ja auch noch flott. Und die erste ist jetzt hier, nach müsste die sogar schon fertig gehen. Jetzt ins Zeug reinhauen, jetzt wenn ich einen Fighter mache. Guck mal, das ist eine. Nehmen wir direkt die Cobra hier mit. Ah ne, 7 Kilometer. Stopp. 5, 3, Viper. Oder? Wollt jemand ja. anderes? Gut. Ah, jetzt versuche ich es wieder anzuvisieren. Da. Und ist tot. Schwächelnde Asp vielleicht? Ja, Mama Asp. Oder guck mal hier, eine Cobra, 2 Kilometer von mir entfernt. Ah, gut, dann ich gehe auf euer Ziel. Ja, 5 Kilometer ist sie von mir weg, alles klar. Flight assist off.
Ach Mist. Ah, falsch. So. Das Teil hat auch nicht. Ja, dann nehmen wir jetzt hier die Vulture. Eddie's Ziel. Du musst entscheiden, alle hin und her. Und ansonsten, wenn wir uns entscheiden konnten, nehmen wir das kleinste Ziel, das wäre dann in dem Fall die Cobra gewesen. War eine Cobra MK4, glaube ich, die da am Rumschwören war. Dann immer am besten, in der Zeit hast du sowas schon einfach weggehauen. Wenn du dir unsicher bist. Das ist eine Anna. Da ist auch noch die Cobra. Sollen wir die gerade weghauen? Wo ist sie? Und dann die anderen nehmen, würde ich sagen. Stell die Cobra an die Anna. So, jetzt schnell nach der Anna gucken. Da ist sie. Schön, Feuerwerk. Oh, das ist die Eagle. Also. Cobra. MK3. Eine Vulture, die runtergeht, weil 6 Kilometer gucken wir mal, die noch kriegen. Ja, super. Das ist noch ein Target. Challenger, die kommt weg, hä? Kommt weg. Antrieb. Ja, weg ist es. Da ist noch eins. Ja, auch weg. Was weg ist es weg. So. Und eh nachtanken. Hä? Ich müsste sowieso nachtanken. Deine ist fertig. Lachmann. Auch noch was? Meine drei Abschüsse. Drei Abschüsse, dann könnte ich meine abgeben. Okay. Sonst machen wir gerade noch eine, bevor du nachtankst. Was hast du für Waffen dabei? Leere Waffen. Ja, hast du Beams dabei? Ja, habe ich. Kann ruhig noch eine machen. Ja, mal eine Runde mit Beams, David. Das geht doch schnell hier, so eine, so. Weißt du? Naja, lass uns noch eine machen. Ja. Ach,
Sieg, oder? Hab ich jetzt die wieder abgewählt, oder was? So, warten wir noch ein bisschen. David, kommst du gerade raus oder springst du rein? Ich springe rein. Du springst gerade rein? Jo. Also dann springst du auch rein. Wegbleiben. Man könnte schon mal Seiten wählen. Aber ich sehe ja gar keine von uns. Ja, dauert einen Moment. Seid ihr da am Ballern? Jetzt sind sie rein. Alles klar, dann komm ich wieder zurück. Fliegst dann einfach erstmal weg, weißt du, bis sie reinkommen. Da wird das. Ja. Thema. So, wo ist der David hier? Da ist der David. Stell auf diese Vulture hier vielleicht. Ja. Ich schätze, du bist ein Fighter. Ach. Da bist du. Treffen können. Ah, das gibt's doch nicht. Schießen sie auf mich. Mal die Vulture, die auf mich ballert. Ja, gut, dann. Okay. Danke dir. Machen wir gerade die Challenger hier flat. Also, dann die Ass. Thank you.
Was? Na? Alles klar. Beagle? Ghosty, was Neues im Chat? Nö. Danke dir. So. Wow. Sah gar nicht gut aus mit der anderen gerade. Schade. Ja, gute Runde. Würde ich nur sagen. So. Ja, Quatsch. Oh, bitte. Jetzt abgeben, ne? Sind jetzt 3 Missionen fertig. Wenn ich das richtig sehe. Das ist doch nice, oder David? Lohnt sich schon viel besser. Ja, Krieg ist gut fürs Geschäft, wa? Ja, Krieg ist immer gut fürs Geschäft. Frieden auch, aber Krieg ist auch gut. Krieg ist auch gut fürs Geschäft. Aber uns geht es ja gar nicht ums Geschäft. Ne? Also um unseren Gewinn. Geht um den Gewinn aller mit der Peresring-Brauerei, ne? Geld. Geld haben wir alle genug, ne? Wenn es um darum gehen würde. Also ich muss schon sagen, gerade in den Anfangsjahren mit BGS, da hast du nichts verdient mit BGS, ne? Ein Scheiß hast du damit verdient. Und jetzt, momentan, ja, fällt halt wenigstens ein bisschen was ab. Was denn nicht verkehrt ist. Ja, eben. Ja, so ein Träger musst du ja auch finanzieren. Ja, also deinen Lebensunterhalt kannst du damit mit der BGS momentan bestreiten. Das ist gut, auf jeden Fall. Ja. Aber was willst du dir denn mehr dann noch kaufen als ein Träger, ne? Also, wofür das alles dann? Nicht mehr fürs Geld, sondern nur für das gute Bier. Für die Brauerei. Johnny hat eine Nachricht für dich. Ja? Stocky hat ihm geantwortet. Ja, geil. Er wird mir später erklären, wie das mit der Steuerung läuft. Ja, super. Damit ich bald mal angreifen kann. Mhm. Ja, klasse, Johnny. Ja, wie gesagt, im Endeffekt kann er dir die Textdatei, die Bindings schicken. Und die kannst du dann einfach kopieren. Dann hast du das direkt so eingestellt. Und dann kann er dir direkt anhand seiner Steuerung die erklären. Das geht ganz unkompliziert mit Elite, mit der Textdatei von den Bindings. Und beste Grüße gehen an Stocky raus. Toller VR-Kanal auch. Stocky Bier, definitiv. So, 41. Und guck mal, da hat der Eddie schon geparkt. Jo! Er fährt mit seinem Elektroroller schon auf der Station spazieren, weil du so lang brauchst. Ja, klar. So, abgeben. Oh Mann.
So, oh, erlesene Laserkristalle habe ich voll. Mist. Ihr könnt euch erlesene Laserkristalle holen, Jungs. Würde ich euch empfehlen. Scheiße. Muss unbedingt zum Materialhändler. Es ist so schlimm, es ist so schlimm. BGS fällt ja nichts ab. Oh. Ach man, ist traurig, ja, ist traurig. Da muss ich auch noch hin. Es fällt ja nichts ab. Immer genug Engineermaterial. War Flachmann sein ist noch offen. Das war meine zweite. Da, oh, 11 Stück wurden davon schon gezählt. Das ist ja nice. Jetzt sind ja nur noch 43. Mhm. Mhm. Wir haben noch voll früh, ne? Was haben wir denn jetzt? Kurz vor 9, ne? 20:46 Uhr. Ja, sag schon, kurz vor 9. Ja, wunderbar. Geil, 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 geil. Das ist ja nice. Da ist schon eine Aktualisierung. Da sind es nur 22 beim Flachen. Das läuft. Eddie muss seine noch abgeben. Ja, ich warte darauf, dass das Menü hier aufhört. Dauert ja ewig. Ah. Mit Sicherheit, dass du jetzt aufgehangen hast, dann musst du nochmal raus und rein. Das ist dann, wenn du in dem Moment, wo einer dann eine Abgabe macht oder so, also wirklich, wo der dann gerade was gedrückt hat, dann in das Menü gehen wolltest. Dann hängt sich das gerne auf. Muss man immer aufpassen. Ist immer ärgerlich. Dem scheint so zu sein, ja. David? Ja? Wie schaut es bei dir aus? Machst du noch die letzten Missionen mit? Nee, ich wollte jetzt eigentlich was essen und dann nochmal woanders hin halt. Ja, okay. Bei 9 ist schon ein bisschen spät. Ja, alles klar, dann guten Hunger, ne? Dann hau ich jetzt auch ab. Wenn das war spaßig. Ja, war super. Ja, danke dir, ne? Ja. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Jo, guten Hunger. Ja, dir auch, schlaf gut und vielleicht safe, Commander, ne? Ja, auch, ja. Ciao. Ciao. So, ja, dann ist jetzt der Punkt. Eddie ist jetzt schon im Hauptmenü, oder? Jetzt bin ich wieder zurück. Mhm. Schwarze Brett. Ne, noch nichts abgeben um schwarzen Brett. Erstmal wieder in den Wing. Ach so. Erstmal wieder in den Wing. Okay. Und die Wing-Mission erstmal nochmal teilen, die du noch hast. Geschwader-Einladung wäre das, war richtig? Ja, Geschwader-Einladung, ja. Genau. Okay. Ich könnte ja auch noch eine. So, jetzt habe ich 3 geschickt. Schick dir auch mal eine. Ja. Flachmann macht jetzt halt weiter. Sehr löblich. So, da bist du wieder im Wing. Jetzt deine Wing-Mission teilen. So, da ist er wieder. WB Flachmann. Incoming Mission Critical Message. Ja, das läuft gut bei dir. Nur noch 20, ne? Annehmen. Flachmann, mal annehmen schnell. Hab ich. Und dann kannst du sie jetzt abgeben, Eddie. Du musst deine Mission gleich nochmal teilen, Flachmann. Okay. Aber warte mal erstmal, bis er Eddie abgegeben hat. Und teilen wir nochmal unsere Mission als Step by Step. Ja. So. Wieso ist der Daten aus? 12 Minuten. Hm?
Wieso ist ein David raus? Ah ja, weil der jetzt was essen wollte und dann noch woanders weitermachen wollte. Man kann doch im Wing bleiben und die Mission mitnehmen und später abholen. Ist rausgegangen. Ist vielleicht auch aus dem Spiel raus, ich weiß es nicht. Okay. Hätte man natürlich im Spiel bleiben können und die Mission mit einstreichen können. Habe ich jetzt nicht bedacht. Ja. Ne? Also haben wir jetzt beide nicht bedacht. Klar. Ja. Sorry, David. Scheiße. Geht, weiß er nicht. Hä? Bitte? Vielleicht die Kiste ausmachen, wenn er essen geht, weiß er nicht. Ja, haben wir echt nicht mehr dran gedacht, weil es einfach zu spät war. Hast vollkommen recht. Das war jetzt doof gelaufen. Hm. Jo, bin gleich wieder da. Jo. David, komm wieder zurück. Lass Essen sein, komm wieder zurück ins Spiel. Essen ist total bewertet. Ja, eben. Mission hat er abgegeben, Eddie? Jo. Dann teilen wir. Jetzt unsere Mission, Flachi. Okay. Sekunden noch. Habe ich jetzt gar nicht bedacht. Echt nochmal Entschuldigung an David. Ja, obwohl ich glaube, das wären dann ja. Also die Mission, die wir ja fertig hatten, die hat er ja mit eingesagt. Flachmann. Ja, wenn er einfach im Wing geblieben wäre. Ja, ja, natürlich, du hast ja recht. Einfach abholen können. Ja, ja, klar, logisch. So, wir haben keine weiteren Missionen mehr. Wieso, die reichen jetzt, die wir jetzt noch haben, ne? Würde ich sagen. So. Meine nochmal teilen, hast du gesagt. Ja. Teil. Oh, noch eine. Okay. Ja, müssen zwei sein. Die von Flachmann. Das sind nur weniger als 20. Und bei mir sind es um die 40. Also wenn du jetzt noch eine hast, so um die 20 bis 40 Schiffe, wenn du noch angezeigt bekommst, können wir die noch mitmachen. Eddie. Bei der gerade jetzt hier geht gar nichts. Da kann ich nicht teilen, da weiß ich nicht. 50 von 72, ne? Die muss ich wohl verlassen. Nee. Ja, 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 ja. Ja, meine ich doch, ne? Also das ist doch die du gerade geteilt hast. Ja, es kann sein, dass es noch die alte ist. Also wenn ja, nicht annehmen hast kann, du sie einmal drin oder zweimal? Dann verlassen und nochmal annehmen. Gut. Steht hier. Okay. So, und jetzt nochmal nehmen. Ja, das geht. Okay. Da ist David noch, oder? Ja, warte mal. Ja, jetzt hat es gemacht. David ist noch im Spiel. Your way is clear. Safe travels, Commander. Warte mal. Wo ist denn hier der blöde? Hier habe ich einen Chat, genau, Staffelchat. Ja, sieht der eh nicht. Müsste Wingchat sein, ne? Wo bestehen denn? Meine Güte. Chat-Einstellung, ey. Wahnsinn. Flachmann, kannst du gerade an den David in den Wing-Chat schreiben? Da der doch die noch in den Wing kann und die Mission hier einfach so abstauben kann. Na, im Wing ist er immer, könnte höchstens über Staffel anschreiben. Im Wing ist er nicht. Ja, ist er nicht mehr im Wing. Stimmt ja, deswegen kann ich nicht im Wing. Eine Staffel. Hm. Wir schreiben einfach direkt an. Ich schreibe ihn direkt an. Oder direkt. So langsam knack ich an meiner vierten Milliarde. Direkt ist besser, weil manchmal wird er doch in der Staffel nicht angezeigt. Kannst du anwenden. Gerne. Genau. Im Wing. Die Belohnung uns einstreichen. Ist schon spät, habe ich nicht mehr dran gedacht. So.
Ach, jetzt fliege ich ja wieder zur Station. Ich wollte in die Combat Zone. Meine Güte, wir fertig werden. So. Ah ja, jetzt fliege ich zu schnell. Vielleicht noch einen zum Material Trader. Mal Biotech-Leiter. Und anderem Material immer umtauschen. Oh, nichts Neues im Chat. Machen wir hier mal weiter. Gut, die haben wir noch Zuschauer. Keine Antwort. Kein Ghosti da. Um Gottes Willen. Bin ich verloren. Killshooter, bist du noch im Discord? Killshooter noch da? Nee. Nichts mehr gesagt. Nee, aber Ghosty, der ist nur gemutet. Ah, alles klar. Weil ich höre das auch nicht, wenn einer den Discord verlässt. Kampfstone ist fertig übrigens, gerade im Moment. Ah, alles klar, danke dir. Ja, ich höre das auch nicht, wenn einer den Discord verlässt, wenn ich streame. Also ich kriege da keine Signale. Deswegen kriege ich das nie mit, wenn er in den Discord reinkommt oder verlässt. Da hat Discord so eine Stream-Einstellung, da er dann keine Signaltöne deswegen macht. Okay. Yep, yep. Jetzt muss man, kann man nochmal was gucken. So. Ah, ich sehe noch 8 Zuschauer sind da. Ja, das freut mich doch, dass ihr noch mit am Start seid. Seid die Besten. So, und jetzt kann ich auch mal gerade mal hier auf den. Also der Danju ist noch da. Der Eddie ist noch da. Der Flachmann und der Ghosty. Und Ghosty ist gemutet. Benny! Ja? Aber was machst du eigentlich? Für mich kriegt's doch Sachen. Ah, wunderbar. Alles gut. Gut, gut. So, du bist jetzt erst raus, Flachmann, ne? Ja, in just in diesem Augenblick. No, danke, Johnny, danke, Johnny. Danke, Crash Hero Style. Danke euch beide. Das ist immer eine Frage. Es läuft halt gerade, wenn ich Desktop-Stream anmache. Also ich habe ja diesen Chat einzeln als kleines Fenster. Das ist immer schon sehr hilfreich. Weil wenn ich gerade an den Raumstationen den Desktop-Stream anmache, dass ich dann mehr sehe von meinem Desktop, dann leckt das tierisch, muss man sagen, an den Stationen. So im Raum und so geht das mal schnell. Wenn ich jetzt gerade nicht am Ballern bin, ne? Jetzt bin ich ja schon wieder reingesprungen, ne? Oh, schon. Ja, da. Und ist gut? Ja, da ist einer. Eins gegen eins. Okay. Und jetzt ist Überzahl Gegner. Aber das ist einer von der Brauerei, der kämpft, ne? Der Mann der von der Brauerei, der kämpft, das ist er wahrscheinlich, Bill Frost. Wir müssen Bill Frost schützen. Der will sein Bier. Da kommen die anderen. So, da bin ich wieder. WB Ghosty! Ich baue mir nur schnell einen anderen Akku in die Dampfer und dann komme ich raus. So. Was? Ich bin wieder ohnmächtig. Das glaubst auch bloß du, Johnny. Boah, das passiert in einem gewissen Alter, ne? Zack. Ist ohnmächtig. Ach. Das ist halt auch. Das ist auch Peresbiermangel, ne? Hier zurückzuführen. Also, da habe ich keinen. Nee, dann dürfte das dir nicht passieren. Dann lebst du ja gesund. Ja, eben. Ja, also. Ich kann das auch nur vom Hören sagen, aber. Ne? Also, bei Peresbiermangel sollte das wirklich. Kann sowas passieren. Ja. Von jetzt auf gleich spontane Ohnmacht. Mhm. Ja, aber und Crash Hero Style schreibt 8 Zuschauer, Buddy. Ja. Danke nochmals. Hab ich gesehen. Danke dir, Lucy. Und Johnny schreibt noch 8 Leute. Ja. Beide Antworten bedankt. Weiß ich nicht, ich war gerade in der Küche. Ja, kein Thema. Dankeschön, Lucy. So. Elite ist eigentlich ein schönes Spiel, muss man wirklich sagen. Ist natürlich, ne, Anfang ist es nicht gerade leicht reinzukommen, aber es lohnt sich so sehr. Hm. Ja, schauen wir mal, wann Johnny sich durchwackelt. Ja, erstmal will er mit den Oculus Touch probieren. Und der Stocky, der hatte ja da eine schöne Steuerung, ne, mit den Touch-Controllern. Ach, der Johnny, der will immer bloß touchen. Der wird touchen. Ja, kann Johnny verstehen. Er soll fliegen. Das ist doch schön, touchen. Ja,
das ist doch schön. Ah, guck mal hier, da rammen meine Kollegen mir die Schilde runter. Wir gehen auf Tuchfühlung. Ja. Kuschelkurs. Das war nur leicht touchiert. Mhm. Das war der meiste Schaden seit den letzten drei Konfliktzonen. Du musst gucken, auf Buddy ist weil der Most Damage auf mich heute. Nur gucken, nicht anfassen. Ja, ich hatte gerade auch die Pips, glaube ich, nicht drauf. Und wenn du das lesen kannst, dann bist du viel zu nah. Genau. So. Ah, wunderbar, da kriege ich die Schilde hochgezogen. Das ist nett, dankeschön. Passt. Geht schon. Mal weiter so. Hast du das mit Absicht gemacht, ne? Nee. Das kam jetzt gerade so lustig. Mit Raumschiffchen. Kam jetzt gut jetzt. Oh, ich danke dir, Eddie. Es ist in Ordnung. Alles war jetzt der Flachmann, ne? Dankeschön, Flachmann. In Ordnung. Jo, bitte, bitte. Ja, zwei Korvetten machen mehr Damage als die ganzen Gegner hier. Also mit ihren Hüllen. Mit ihren Schilden. Also mit ihren Schiffen. Nicht mit ihren Waffen. Ja, mit den Waffen auch. Meinst du? Ja. Jo. Müssen wir mal ausprobieren, Flachmann. Jo. Du musst aus dem Wing rausgehen, dann merkst du das. Weil solange du im Wing bist, gilt der Special Effekt. Ja, yeah. Nur ziehen. Der spielt nirgendwo mehr hin. Nö. Ich wollte immer die Vulture ohne Schilde, ne? Warum sollten wir die mit Schilden guter, nehmen, ne? Guter Plan. Ja. Na. Oh, da ist er doch. Ah, komm doch mal ins Ziel. So, Düppeln tut sie nicht mehr. Hast du ja Buddy gemacht? Juhu, Düppeln wäre ja voll abrasiert. Mhm. Okay. So, da haben wir noch eine Cobra MK3. Direkt hier um uns, 4, 5 Kilometer. Wir haben eins. Abend. Namen wir haben eins. Hi. Ich wollte mich reinschleichen, aber hat nicht geklappt. Ja, ich hab's klingeln gehört. Die anderen hören das schon. Da kommen immer die Vulture. Ja, Johnny, es ist schön, wie wenn du dir noch zuhörst. Ja, das ist super. Das ist klasse, dass ihr noch mal an Start seid. Ja, wir haben eins. Wie geht es dir? Och, gut. Gut, gut. Hast jetzt besser sein. Nein, Quatsch. Du hast die letzten Tage Flight Simulator gespielt, ne? Den neuen. Ja, Microsoft. Ja. Ja, er ist bei mir um die Ecke rumgeflogen. Ja, und? Genau. Wie findest du den im Flat? Super geil. Ja, glaube ich. Supergeil. Ja. Ich habe mir auch angeguckt. Ich habe früher auch gespielt, deswegen. Mhm. Auch im Flat. Ja. Mein VR ist natürlich schöner. Damals, ne? Als wir noch jung waren. Ja, vor VR. Vor VR haben wir noch Flat gespielt. Mhm.
Ja, aber ich freue mich schon auf. Ich freue mich auf den, wenn der in VR gibt. Ja. Und ich muss ja dann eh länger warten, weil der hat ja dann erstmal. Genau, also. Nee, nicht HP Reverb. Mixed Reality. Ja, alle. Exklusiv, genau. Genau. Mixed Reality Exclusive. Titel. Ja, aber definitiv wurde schon gesagt, Zeit nur Zeit exklusiv. Sollte dann relativ zügig sogar dann für die anderen VR-Brillen rauskommen, ne? Da gibt es ja auch Revive Schreiber. Ja, genau. Mal schauen. Das wäre schon interessant. Damit. Ja, genau. Ja, mal gucken, aber bin ich ganz lässig. Weil jetzt kommt ja auch noch Star Wars Squadron. Dann Onslaught. 2. Oktober, ne? Dauert ein bisschen. Medal of Honor. Wann kommt das denn überhaupt? Das sollte dieses Jahr noch kommen, ne? Ja, zwischen Viertel und Halber. Viertel und Halber. Oh ja, okay. Bescheid. Ja, man hat leider nichts mehr gehört, außer dass das dieses Jahr kommen soll, ne? Sind alle weg? Gibt so vieles, was dieses Jahr noch kommen soll. Oder erscheinen. Ja. Ich bin ja auch erschienen. Genau. Richtig. Oh, sieht doch gut aus. Ich habe gestern mal Wolfenstein gespielt. Und? Der Quest. Ist auch geil. Ja, geil auf der Quest. Ja, geil. Wenn man Wolfenstein kennt, das ist da geil. Ja. Ne, glaube ich hier. Ja, Wolfenstein 3D hat schon immer Spaß gemacht. Ja. Ich sag Wasser holen. Damals noch, vor VR. Mhm. Da haben wir noch Wolfenstein gespielt, ne? Mittendrin ist geil. Doch, Wolfenstein. Auch wenn die Grafik natürlich altbacken ist. Ja, nö, macht nichts. Das ist total geil. Immer sehr unterschiedlich. Dann, dann füttert die Meerschweinchen Johnny schnell. Wenn die also ich am coolsten fand am neuen Wolfenstein, also das erste Spiel ist der neuen Generation. Mhm. Dass die Gegner so super geil vertont waren, da hatten die echt verschiedene deutsche Dialekte. Ja, also so viel Liebe habe ich in dem Spiel für die Gegner noch nie gesehen. Mhm. Da hatte echt einer sächsisch, einer bayerisch, oder sicher, also das war der Hammer. Mhm. Das war gut gemacht, ja. Alles da, ja. Also wer gibt den Gegner normalerweise so viel Detailtreue bei sowas? Phantom Covered-Ups. Da hast du super geile Gespräche. Bei dem Schleichspiel. Ja, aber sie haben nicht nur Gespräche, dass du verschiedene Dialekte verwendest. Ja, warte mal, die reden Englisch mit dem russischen Akzent. Einmal das und das klingt super, super Synchronsprecher, muss man wirklich sagen. Und sind alle draußen, ja, ne? Sprich wieder rein. Und klingt super. Und diese Immersion, wenn die dann einfach so alltägliche Dinge besprechen da und du dann da verdeckt im Hintergrund bist, ist super geil. Also einfach, das war nicht nur die Deutsche, weil ich klar, ich konnte natürlich nur die Deutschen beurteilen, aber ein Kumpel von mir, der Pole ist, der hat dann auch noch gesagt, selbst der hat ja auch diese, den polnischen Teil. Mhm. Und dasselbe gilt für die polnischen genauso. Also das sind auch verschiedene Dialekte und so berücksichtigt. Ja, also, das ist schon geil, ja, ja. Also das ist echt der Hammer. Mhm. Also ich musste echt fast lachen, als sie halt voll mit Dialekt angefangen haben und du da irgendwie kniest und dann hinter der nächsten Wand sind dann die Deutschen und die fangen dann voll an mit Dialekt zu reden. Mhm. Ja, ist schon geil gewesen. So viel Liebe im Detail gelegt wird. Ja, das ist echt super, ja. Da kann ich echt sagen, genau, für einen normalen Ami, der das durchspielt, der bemerkt es doch gar nicht richtig. Hm. Keine Gegner. Yep. Wir haben alle Schiss vor euch. Ich spring noch mal raus. Ja, ich spring jetzt auch noch mal raus. Oder warte noch eine Sekunde, ich spring rein. Manchmal ja, ja, genau, richtig. Manchmal hilft das. Ich hab noch 3 Megameter. Ja, dann, weil uns Flachi noch da ist. Seid ihr voll oder? Und lohnt es noch? Nee, ja, ja, klar, wir haben hier noch 2 gute Missionen. Okay, dann komme ich gleich noch vorbei, weil jetzt habe ich gerade meine letzte Mission hier für Migrets abgegeben. Alles klar. Bin da. Ja, nichts passiert. Ne, springen wir wieder raus. Doch, da stopp. Doch, jetzt. Ja. Sag ich doch. Ja, jetzt. Ah, oh, wunderbar. Lachi macht das schon. Toll, das ist aber eine gute Instanz. Ich lade mal schnell den Benny ein. Ja, hast du gut gemacht. Benny. Geschwaderinladung.
muss so lachen, im Stammtisch vom Voodoo, weißt du? Mhm. Da sind drei am Stream und der vierte guckt zu. Ja, 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 geil. Der kann sich drei Streams gleichzeitig angucken. Ja, je nachdem, was das ist, ist das dann auch sehr interessant, ne? So, ich finde das geil mit Discord-Stream. Ja, ja. Das ist schon praktisch. Ja, aber wie gesagt, jeder da streamt, weißt du? Ja, ja, ja. Lustig. Einer macht Gorn, einer macht Beat Saber, glaube ich. Cool. Johnny, das hat bestimmt der Buddy schon gespielt. Asgard's Rest. Asgard's Rest, ja. Das ist geil. Ja, werde ich irgendwann mal weiterspielen. Und The Real hat's auch schon gespielt. Ja, ich habe da im Vorfeld auf Englisch sehr viel Spielzeit rein investiert. Dann kam halt die deutsche Synchro raus, also komplett deutsch synchronisiert und richtig gut synchronisiert. Und da wollte ich nochmal von vorne spielen wegen der deutschen Synchro. Aber dann habe ich so von dem Spiel... ja, von der Spielmechanik so ein bisschen die Schnauze voll gehabt, muss ich sagen. Weil ich spiele dann doch länger dann lieber doch sowas wie Hesped Arena oder Blade & Sorcery. Also was die Kampfphysik angeht. Aber was das Rollenspielerlebnis angeht, ist Asgard's Rest wirklich eine Top-Empfehlung. Und ich habe da schon sehr viele Stunden reingesteckt, bevor ich dann auch mal genug davon hatte. Und das werde ich auch noch weiterspielen. Ne, man weiß, was ich meine, wie er meint bei Asgard's Rest. Ja, ich habe ja auch in Englisch gespielt. Dann kam ja die Deutsche, habe ich gewartet, jetzt muss ich erstmal Deutsch wieder anfangen. Ja. Yeah. Komplett. Ich habe da nicht viel gespielt, muss ja dabei sagen, weil da waren wir zu viel mit Englisch. Okay. Ja, ich habe da relativ weit sogar gespielt. Ich habe so viele Spiele, die ich da spielen muss. Relativ weit, sage ich mal. Man muss Elite spielen, sonst gar nichts. Ja, da habe ich auch schon sehr weit gespielt. Elite bin ich fast mit durch. Bis zum Ende der Galaxie. Ja, wir brauchen noch ein paar Milliarden Bevölkerung mehr für die Brauerei. Aber dann habe ich. Wir müssten uns eigentlich noch mit Obsidian End anlegen, oder? Nee, warum? Weil wir uns ziemlich mit jedem großen Streamer jetzt angelegt haben, außer mit Obsidian End. Oder? Ja, aber hey, das ist Obsidian End. Ja, ja, aber sag, der fehlt noch. Ansonsten haben wir jetzt mit allen schon hier. Ich meine, der ist auch innerhalb der Allianz. Das ist auch ein Allianz-Spieler. Och nö, ich glaube, der hält sich ziemlich raus. Bei Leif war er sogar, glaube ich, eher, also er war jetzt nicht super tendenziös, aber schon eher für Leif Radio, glaube ich. Mhm. Der hängt doch eigentlich auch gerne mit den, also früher war das so, da war der auch immer häufig dann auch bei den von AEDC unterwegs, oder nicht? Ich wüsste, wäre mir jetzt neu, aber ich will ja auch keinem was behaupten, also keine Ahnung. Nein, früher wäre der häufig bei den Jungs von der IDC unterwegs gewesen, so ja, Discord-mäßig. Das war ja auch nur ein Witz, weil wir immer so Glück haben hier mit diesen Gegnern. Ja, 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 ja. Also Glück haben mit den Gegnern. Hm? Nein, wir haben natürlich, sind hier gerade innerhalb der Allianz eigentlich auch gut vernetzt und haben eine. Haben so, gute Wipes in der Nachbarschaft. Was? Was sagst du? Habt ihr keine Signalquellen? Signale an, ich sehe euch nicht. Ach so, sorry. Wir wollen noch die Wing Missions teilen, ne? Hab ich auch noch nicht gemacht. Ja, das könnt ihr auch noch bitte machen. Ja, ja, klar. Johnny holt sich das Asgard's Rest. Ja, den kann man auch empfehlen. Ist ein sehr schönes Rollenspiel. Da bin ich sehr gespannt drauf. Warte mal. Erstmal die Wing Mission. Machst du auch Flachmann? Teil. Ich hab geteilt gerade. Ja, dann mach ich Wing Beacon. So. Haben wir hier noch was zum Abschießen? Ja, ja. Ja, das ist ein gutes Singleplayer-Spiel. Also von Einzelspielern mit viel Spielzeit und interessanten Spielmechaniken, wie zum Beispiel die Begleiter, die sind echt genial in Asgard's Rest. Was nach einer Zeit öde wird, finde ich persönlich, ist wirklich halt ein Kampfsystem. Hätte ich nicht gedacht. Das wird halt wirklich nach einer Zeit öde. Aber das nach einer langen Zeit. Das ist ein Spiel, was du auch dann später immer wieder mal spielen kannst. Nur wegen seiner Spielzeit. Ich glaube schon eine über 50-Stunden-Kampagne. Die ist doch noch ja nicht durch. Nee. Da fehlt noch viel.
Boom. Ja. Ja, jetzt ballert hier irgendwas auf mich. Na, Asp, na, die Asp. Wenn sie auf mich ballert. Frechheit. Geht ja gar nicht. Ja, also wirklich. Ich muss mal auch auf die Combat Bounce gucken, habe ich noch gar nicht gecheckt, ne? Ich habe vorher schon mal so eine Million abgegeben. Mhm. So, mal gerade checken. Ja, 3 Millionen. Also die muss ich auch dann mal abgeben. Komm mal hier, die Viper. Oder ihr habt da ein Ziel. Ich komme auf euer, ich komme auf euer Ziel, ja. Die Kämpfe sollen ja gar nicht so leicht sein. Zumindest ja, auf mittlerer Stufe. Ja, 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 so leicht sind die nicht. Da habe ich jetzt gesagt. Es ist aber, ich sag mal, wenn du halt mal. Also, ich hatte ja das Glück, dass ich Eskers Rest vor Hellsplit Arena und Blade & Sorcery gespielt habe. Deswegen hatte ich sogar sehr viel Spaß damit. Dann habe ich Blade & Sorcery und Hellsplit Arena gespielt. Dann haben mir die Kämpfe nicht mehr so viel Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Aber für ein Rollenspiel, für ein VR-Rollenspiel, ist das echt gut gemacht. Es ist super genial. Wirklich. Über 50 Stunden Spielkampagne ist weggekommen, gibt's auch nicht. Hauen die jetzt alle ab? Frechheit. Ich hab hier eine Viper, die bleibt noch. Ja, 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 ich hab sie auch. Gibt es gar nicht, dass das alle abhauen. Frechheit. Ist ein wunderschönes VR-Spiel. Riesig. Super geile Karten, also Maps. Also die Landschaften, richtig toll. Nordische Mythologie richtig schön verarbeitet da drin. Absolute Empfehlung, Eskers Rest. Gebt einfach wie bei jedem VR-Spiel Sachen, die das Spiel richtig gut macht, und Sachen, die es halt weniger gut macht. Das machen andere VR-Spieler dann besser, aber gibt aber beim Chief denn? Ja, ohne bin Antriebe. Drauf, bin drauf. Und Eskers Rest gehört mit zu dem besten VR-Spielen, auf jeden Fall. Auch wenn das Kampfsystem von Blade & Sorcery und Hellsplit Arena besser ist. So, die hier sind wir durch, oder wie, ne? Ja, und der letzte, die Chieftain war gerade die letzte von meiner Mission. Nee. Hier ist noch eine Cobra Mark 3. Ja, super, hol die mal weg. Ich brauche nur noch 10. Also nur noch eine. Würde ich sagen, machen wir direkt, hast du abgeschossen? Machen wir die noch und dann abgeben. Ja, ja, machen wir die noch und dann sind wir durch. Da sehe ich auch noch einen. Mit Glück reicht. Da war sie jetzt weg wieder. Habt ihr kurz gesehen, die Cobra? Ist noch da. Wo ist sie? Ich bin jetzt drauf. Warte mal, wo bist du? 10 Kilometer weit weg und oh je, ich komm. Ja, da, jetzt habe ich dich. Ja, ich bin schnell da, wenn ich mal in die Richtung hab. Obwohl, jetzt kommt er, glaube ich, in meine Richtung. Da fliegt er ja im Kreis, ja, oder so. Mhm. Benni, bist noch 5 Kilometer weg? Jetzt trudelt er, also wahrscheinlich Antrieb kaputt. 4 Kilometer bist du, jetzt krieg ich ihn rein. 7 Kilometer. Nee. Ja, scheiße, jetzt trudelt. Ich krieg den. Nicht gerade in die falsche Richtung. Das ist immer lustig, dass die Trudeln immer schneller sind, als wenn sie normal fliegen. Ja, ja, ja. Faszinierend. Schicken Fighter noch hinterher. Komm gleich in Feuerreichweite. Und Fighter bin fast da. Ja. Bin fast da. Hm? Okay.
Jawohl. Bei den Shootern hat sich Johnny noch nicht entschieden. Pavlov oder Constructors? Ich würde das zweite nehmen. Constructors, ja. Ich finde Pavlov auch geil. Aber ich würde, wenn du... Ja, ja. Und wenn ich mich aber jetzt definitiv entscheiden müsste, was ich mir jetzt zuerst holen würde, würde ich mir zuerst Constructors holen. Wir haben sie erst geholt. Ja. So, gerade noch eine Synthese gemacht. Und dann machen wir noch eine Runde und dann sind wir durch. Wenn es reicht, ja. Ja, ja, klar. Ja, 10 Abschüsse. 10 wenn... ist nicht wenig. Ja. Nein, aber... nein, ich hoffe, es sind ein paar Doppelzehen, bei dir haben wir ja gerade auch ein paar Doppelten, dreifach. Ja, 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 sicher. Das ja, ist leider so schnell um. Wenn du es alleine, wenn du Einzelzehn schaffst, nicht. Du schaffst meistens nur so 7. Also wenn es super läuft, 8. Ja. Mehr schaffst du nicht. Deswegen, also das wird jetzt eh doppelt und dreifach gezählt, dann geht das recht fix. Wir sind ja 4 Leute, die jetzt auf eine Mission drauf sind. Das ist hohe Kommunikation, das ist die ganz hohe Kommunikation. Hohes Tennis, hohes Tennis. Ja, ja. Richtig. So, da sind sie wieder. So. Viper, Viper. Man muss nicht immer alles aussprechen. Viper, Viper. Der mit der scheiß Werbung da, ne? Nee, dieser heißt der Chef? Nee, so Viper. Ich dachte jetzt an der Werbung. Oder? Nee, ging hier um der Chef. Ich meine, Viper, ne? Viper. Viperino. Nein. Ich dachte jetzt an Hyper, Hyper und wegen dem Chef Viper. Wie, du kennst HP Baxter nicht. Ja, aber doch. Ich für mich hier unten durch mit der Werbung. Okay. Ne, er hat mit der Werbung jetzt nichts zu tun. Das ist so schlimm wie der Seitenbacher Man. Also seitdem ist der für mich gestorben. Ey. Ja, ja. Die scheiß Werbung, die er macht. Der muss jetzt echt nötig haben mit dem Geld. Oh oh. Wo du sagst. Johnny hat eine Frage. Ja. Also, Constructors habt ihr? Ja. Würdet ja. ihr dann auch mal ein. Mit einer Kampfmaschine zocken. Ja, natürlich zocken wir. Nee, mit Kampfmaschinen spielen wir nicht. Nein. Ich spiele mit dir Constructors, Johnny. Klar doch. Ich kann's noch nicht spielen. Bam! Das ist wie bei South Park. Kampfkloss, Kampfkloss. Genau. Ich spiele am liebsten connect, mit einem Kenny. Connect. Der fällt schon alleine um, wenn jemand mir los hier anguckt. Der leckt gerade echt gut, hm? Das leckt nicht nur, ich bin raus. Hier kommt ja ein Nein. Ah. Teleport. Nein. Bitte? Was? Ich gebe dir ein Constructor-Update, Telefon. Nein. Na klar, bestimmt. Nö. So. Bist du eh noch im Spiel oder nur aus dem Wing raus? Oder wie sieht's aus, Flachmann? Disconnect. Ach, so. Vielleicht klappt ja, wenn ich Alex dann bis auf Stufe leicht durch hab. Ja, ja. Naja, Mann! Fällen ja bloß auf 2 Durchläufe. Auf normal gut. Und auf leicht. Okay. Hm? Es ist jeden Stein da schon bald. Ah, nee. Alter, das ist schon so oft durchgezockt. Nee. Ja. Aber ich muss sich ja noch, der muss sich ja noch an Free Locomotion gewöhnen. Aber ich habe jeden Umzugskarton, den es bei Alex gibt, so einen Namen gegeben. Ja. Und riesen Eimer mit durch die Gegend geschleppt. Nein, schön. Ja, riesen Eimer. Oh, Eddie, komm mal her. Ja, das habe ich doch Buddy erzählt, dass ich mit dem Mülleimer mit dem Großen rumgelaufen bin. Oh, mal schnell eine Einladung bitte, dass wir die Mission vielleicht teilen können. Ja, ja, mach mal. Reicht. Ja, wer weiß, vielleicht wäre es ja ein Achievement geworden, weißt du? Ja, nimm ja, den größten Eimer mit. Den größten Eimer mit, den du finden kannst. Mhm. So, ich mache jetzt eine Wing-Einladung für den Flachmann. Ja, Geschwader-Einladung ist raus. In 3 Minuten kann ich dir den Chat mal wieder ein wenig vorlesen, wenn es was gibt. Ja,
Ja, also Constructors habt ihr, genau. Constructors okay. haben wir und wir wollen mit dir spielen. Aber nur mit Hose. Ja gut, das ist ja egal, erzähl ich ja nicht. Zu Hause so frei, wie du willst, nur wenn du rausgehst. Ja? Über den Controller, weißt du, dann bringt er die Arme nicht so weit auseinander. Also manchmal, Gosi, ergibt das irgendwie keinen Sinn, was du sagst. Ja, du weißt nicht, was Johnny für eine Hosengröße hat, ne? Ja gut, das ist aber gar nicht Thema gewesen. Merkst du was? Also Johnny, wenn du VR spielst, kleide sich so, wie du das denkst. Und wenn du rausgehst aus deinem Haus, zieh eine Hose an. Und nimm Kuchen mit. Die Mission bitte schnell teilen, damit ich mitmachen kann. Ja, 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 Mission teilen. Sonst wird's echt knapp. Ja, warte mal. Teilen. Ja, geteilt. Leck mich ab. Okay. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Gosi. Yo. Nee, macht nix. Weiter. Oh. Eddie ist bei mir jetzt wieder nicht im Wing. Bei mir wird er noch angezeigt, zum Glück. Das läuft ja wieder heute. Ja, ja, super. Fließend Wasser an allen vier Wänden runterwärts. Vielleicht dauert es noch einen Moment, dann kriegst du Eddie gleich angezeigt. Ich glaube nicht mehr. Wird mir hier als grün angezeigt, ganz normal. Ja, wenn du den siehst, dann ist der gut. Dann kann sich ja mal. Mann, jetzt fällt mir was runter. Bitte? Ist nicht im Wing bei ja, mir. Ja, 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 ja. Machen wir gleich nochmal den Wing. Mann, jetzt ist mir gerade. Aber Mission scheint fertig zu sein, gell? Beide Missionen fertig. Ja, super. Meine machen wir jetzt. Fertig. Beide. Nee, andere auch. Beide. Ah, schon. Gerade eben war es noch nicht. Ja, jetzt ist es. So, Gaming-Tastatur noch runtergefallen. Tatsache, muss dann auch selber nachgucken. Glaubt ihr dem Benny das nicht? Wahnsinn. So, der nee. So. So. Viper mit 27%. Ich habe jetzt eine mit 87. Ist egal, gib mir keine Mission, ich schieß einfach alles ab. Das ja, einfach abschießen. Oh, Johnny hat noch geschrieben. Ja. Na gut, das mit Kampfmaschine war dick aufgetragen. Ersetzt Kampfmaschine gegen Zielscheibe. Jetzt haben wir, jetzt haben wir echt angenommen, du wirst da die Kampfmaschine sein, ne? Oh, Johnny. Ja. Wenn du mir meinen Kampfdrang hier streitig machen willst, ich bin der Einzige, der eine Zielscheibe auf der Hose. Ah, müssen wir uns jetzt nochmal überlegen, Johnny. Nee, Quatsch. Ja, also, nee, Quatsch. Das geht ja wohl gar nicht, ne? Nee, Quatsch. Alles gut, spielen wir schon. Spielen wir schon zusammen. Weil, du spielst ja mit anderen Zielscheiben zusammen, von daher passt das dann. Also ich war immer froh bei Counter-Strike, wenn ich mal so eine Minute überlebt habe. Da war ich immer schon voll der Held. Ja, du musst ja dich ja auch erstmal an die Free Locomotion gewöhnen. Ne? Ja, bei Constructors, da würde ich meinem Gegner vor die Füße brechen. Nö, ist uncool. Ja, man muss sich ja auch erstmal langsam mal an die Free Locomotion gewöhnen. Ja, dann lass mich doch. Ja, ich sag dir nur. Half-Life einfach mal so durch, ohne Teleport. Und zwei, drei Stellen nach Teleport benutzen. Ihr wollt unbedingt, dass ich mein VR einmal einweihe, oder? Klar. Ja, aber dann müsst ihr das ertragen, weil dann schicke ich euch das Video. So. Da stell ich dann extra alle Laptops her. Der Große muss Elite spielen. Auf Planeten, ja auch Fahrzeug. Genau. Nö. Dann kannst super. Du, dann hast du VR. Ja. Elite keine spielen. Probleme. Wir sind durch. Juhu. So, und der Flachmann sieht immer noch nicht den Eddie. Na, nur als grün.
Dann mal alle raus aus dem aus der Zone. Vielleicht aktualisiert sich das, wenn er rausgesprungen ist. Ansonsten müssen wir den Wing wieder neu machen. Ich glaube fast, das müssen wir bei sowas vorher auch am Anfang. Mhm. So. Dann bleibt man am besten Supercruise, nicht zur Station springen. Okay. Supercruise klappt es meistens am besten, ja, meine. Maßlog. Ach, was. Schon. Ach, ja. So, ja, dann mal. Ja, noch sind nicht alle im Supergroß, warte noch. Ja, jetzt. Jetzt im Supergroß. Und ihr seht, du siehst den immer noch in dem Wing, ne? Ist immer noch grün. Ja, dann. Das ist lustig. Geht mal beide aus dem Wing. Wing. Escape, wa? Meinst du jetzt? Nein. Hier Kommunikationsmenü. Wing verlassen. Option. Verlassen. Ja, wenn ich rausgehe, wird der Wing natürlich ausgelöst. Aufgelöst, ich habe mal gegründet. Hä? Nö, oder? Der Wing ist da. Nee. Weil die Meldung da kommt, Geschwader wird aufgelöst. Ja, ja. Ja, das kriegst du. Klar. Ach da, verlassen, ja. Wird immer noch. Du bist nicht der Geschwaddelführer. Oh, war ich hab gegründet. Jetzt sind alle drei grün. Ja, jetzt wollen wir im Moment, bis euer Cooldown ausgelaufen ist. Ah. KD, bist du online? Der KD? Ja, ist der nicht der KD? Die Stimme wäre Kady. Nee, nee. Der Kady ist gerade nicht da. Achso, da habe ich mich vertutet. Das kann passieren. Das ist nicht schlimm. Beste Grüße gehen an den Kady raus. So, was steht hier? Na gut, das war der letzte Eintrag. So, dann gucken wir jetzt mal. Die jetzt ausschaut. Vielleicht hier wieder einladen können jetzt, ja. Ja, denke ich auch. Ich mach mal. Oh. Geschwaderladung und Flachmann ist raus. Schön, dass ihr zwei euch einig seid. Nimm doch einfach eine an. Also ich nehme die von Giovanni jetzt an. Wunderbar. Dann geht nochmal an den Eddie eine raus. Mhm. Und Flachmann, siehst du Eddie? Ja, Eddie wunderbar. Ist blau. Ja, klasse. Ja, der hat ja auch ein bisschen helles Bier. Dann kannst du eine Mission teilen nochmal. Nochmal die Mission teilen. Meine erste ist geteilt. Gut, dann können wir jetzt auch zur Station fliegen, ja? Yep. Fehlt noch die Eddy-Mission, oder? Da ist keine mehr. Da war keine mehr. Wir waren dabei bei den letzten. Hm? Die ist schon abgegeben in dem Fall. Ja. Yep. Okidoki. Schuppi. Oh. Ein bisschen langsam ist er schon. Genau, dock mal so an. Ja, kann ich machen. Wo ist das hinkrieg? Mal gucken. Ein bisschen schwierig. Oh, aus einer seitlichen Perspektive. Ich meinte die Perspektive, wo du im Schiff hinterm Piloten bist. Ja, das geht. Das geht, weil dann hast du ja eine gerade Sicht. Weißt du? Das hier war jetzt richtig tricky. Weil die Sicht ja nicht gerade ist. Du kannst ja dann schwerer einschätzen, den Vektor, weißt du? Aber du kannst das. Ja, klar.
Das ist ja außer, das steht ja außer Frage, dass ich das nicht könnte. Aber es ist schwieriger. Hattest ja viele Jahre, um alles auszuprobieren. Ja, ja, ja. Das ist jahrelang das Training, ne? Ja, und das Ziel war schon. Einige Inhalatorstäbchen. Und viel Paris dazu. Und viel, viel Paris-Bier, ja. Also ich gebe jetzt mal als erstes die Mission ab, ne? Oder? So. Oh, sind auch alle drin? Ja, ne? Oder? Ich sehe jetzt den Bing nicht. Jeder ist drin, ne? Ich bin drin. Leute, meine Anzeige sind alle vier drin in der Mission, ja? Gut, meine Mission ist abgeschlossen. Und ich würde euch die modifizierte integrierte Firmware empfehlen. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt wählen dürfen. Dürfen wir das? Ja. Ja, ja. Ja, klar. Du kannst die Reputation nicht anwählen. Ah ja, genau, das war irgendwas gegen ja nicht, genau. Ich liebe die landwirtschaftlichen Stationen in League Dangerous. Ich muss es immer wieder sagen, die sind so schön. Und du weißt, der Flyer hat jetzt zwei Missionen, oder wie? Ja, meine erste habe ich abgegeben. Ah, okay. War noch eine zum Annehmen jetzt? Okay, war es denn die falsche? Weil ich habe die eine Mission immer noch und habe nichts, keine Mission. Ja, genau. Du hast das? Die falsche abgegeben. Du hast Giovanni gebaut. Ey, was soll das denn heißen, Benny? Ja. Also, falsche Mission abgeben ist der... Steht so im Duden. Die falsche Mission abgeben heißt ein Giovanni bauen. Nein, ist überhaupt nicht wahr. Ist überhaupt nicht wahr. Moment, das haben wir doch gleich. Wikipedia. Genau, schau nach. Ich habe aufgeklickt, aber er hat es nicht angenommen. Einen Giovanni bauen. Die ich abgeben will, ist die 40 Millionen, die ihr alle habt. Ja, dann ist ja gut. Also, Klappt jetzt mit der Abgabe oder was ist das Problem? Ich habe auf Abgeben geklickt, aber nichts passiert. Der beste Treffer ist bei Pokémon Go. Dann muss die richtige Reihenfolge abgeben. Wir müssen aus der Mission nochmal raus. Wir müssen alle nochmal aus der Mission raus. Nein, nicht nochmal einmal probieren. Geh einfach aus der Mission. Nein, hör mir doch bitte zu, Flachmann. Ich bin jetzt aus der Mission draußen. Ah, nein. Doch. Ich sag, ich probiere es noch einmal. Jetzt hat es geklappt. Ah. Ja, hat es geklappt, ja. Super. Ja, Mann. Hey. Eigentlich ist das nicht so schwierig. Die sind auch von verschiedenen Kategorien und sowas, die Fremden und die Eigenen. Ja, ist ja egal. Aber es gibt jedes Mal ein Chaos, obwohl es eigentlich... Ja, ist egal. Willst du noch die andere Mission teilen? Dann muss ich nicht rausgehen, einfach... Ja, ist doch egal, mir geht's auch nicht um die Scheiße. Viele Anfragen gab auf einmal. Dann hat es beim ersten Mal geklappt. Ja, einfach die nächste Mission teilen. So, ich teile jetzt die nächste. Okay, haben alle angenommen? Ja, alle drin. Geben wir die 11 Millionen auch noch ab. Macht das. Oder knapp 12. Zumindest heute hier mit durch mal. Weil die wurde ja den ganzen Tag für das System hier gearbeitet, ne? Schon lange vor dem Stream. Aber irgendwann ist sie auch mal genug, ne? So. Ja, aber schon irgendwie ein wichtiger Tag, weil 2-2, ja. Wer jetzt zuerst 3 kriegt. Ja, ja. Der hat schon einen sehr großen Vorteil, ja. Klar. Der kann verwandeln. Nee. So, genau. Dann gehe ich mal gerade zu meinem Flotten. Hat irgendjemand ein bisschen mitgezählt? Nö. Du kannst ja gerne den Stream nochmal gucken. Stream nachzählen. Ja, genau, richtig. Da ist alles dokumentiert, was ich gemacht habe. Schreib einfach so einen Freitext hier Stream. Lass mich mal, genau, richtig. ich wollte jetzt nochmal zum Materialienhändler. Ja, ich meine, die Traffic Report ist eigentlich recht gut. Gerade mal 7 Korvetten, 8 Pythons. Das sind eigentlich so die einzigsten Kampfschiffe. Eine einzige Cutter. Nicht viel. Nee, eigentlich nicht viel. Da müsste schon jemand sehr motiviert sein. Ja, ich meine, möglich ist es trotzdem, aber... Naja.
Ich weiß nicht, wer uns so hasst. Ja. Ich wüsste da den einen oder anderen. Ich war ja auch nicht zu allen ganz nett. Ich meine, gut, die waren, die waren meistens dann auch nicht unbedingt nett zu uns, aber. So, da haben wir doch. Genau. Route ist geplant. Wunderbar. Wie viele Sprünge? Ich habe nämlich jetzt hier keinen. Ja, 2 Sprünge geht doch. Also auf den ersten 60 Seiten steht's nicht. Schreibe doch nicht so. Mein Chips hier. Muss man gerade hier. Ghosty, bist du unlustig. Du hättest schon mitmachen müssen. Nein, auf den ersten 60 Seiten steht's nicht. Aber auf der 61. Ja, ja. Aber sicher im Fan-Wiki von Elite steht es garantiert. Nein, steht es auch nicht. Im Fan-Wiki steht. Aber wenn du es bei Google-Suche eingibst, das ist der erste Treffer. Giovanni Bauen bei Pokémon Go. Ich bin Bauen ist immer eine gute Idee. Johnny hat geschrieben: So, lade gerade Asgard's Wrath und Construct das runter. Geil. Viel Erfolg. Ja, ja. Und Johnny, ne? Ja, denk dran, du musst am Ende des Monats auch noch genug Geld zum Ernähren haben. Ja. Also jetzt, ja. Ne? Also das ist ja langsam, ne? Pull was da jetzt rein. Und Bier brauchst du auch Geld für, ja. Ja. Gutes Bier. Ja, oder willst du aber so eine Woche, oder? Dann ist ja der Monat vorbei, dann gibt's vielleicht Geld. Ja, okay, also, dann geht's. Eine Woche muss er noch schaffen. Ja. Paris gibt's nicht umsonst. Mal kurz AFK. Wir könnten ja ein Notfallprogramm anbieten. Ja. Die Leute, die gar kein Geld haben, dass die dann trotzdem noch ein bisschen Teres kriegen können. Weil ohne kann man einfach nicht überleben, ja. Richtig. Notfall-Peres-Päckchen, so ein Tetra-Pack. Ein Care-Paket, ne? Da Schaufel und Besen, kannst kehren. Nein. So ein Tetra-Pack. So ein Tetra-Pack Peres-Bier. Notfall. Das Gute, 5 Liter Plastikfass. Genau. Gut. Das Notfall. Aber das Notfallfläschchen Peresbier, das 5 Liter war. Das Fass muss vorher aufpusten. Und dann zum Befüllen bringen. Natürlich, Leute, ich muss mal Bier im Tetrapack. Ja, der Notfall. Ja, es gibt schon eine abartige Sache. Das ist ja auch nur für den Notfall. Weißt du? In der Not frisst der Teufel sogar Fliegen. In der Not bringt der Teufel aus dem Tetrapack Peresbier. Ja. Ich muss doch mal gerade hier einmal in die Chips reinbeißen und dann mach ich's da weg. Jo. Sind wir immer noch von dem Fußballspiel übrig, oder wie? Nee, vom letzten Stream. Von dem Dribbel davor. Mir extra noch aufgeholt für das nächste Spiel. 2013. Ja, also. Genau. Oh, das dauert ja ewig. Das Spiel ist riesig. Essen ist nicht notwendig. Für Bier reicht es noch. Ja, dann ist gut. Dann ist ja, alles Tony, in Ordnung. Hauptsache, du fällst nicht vom Fleisch, weil du verdurstest. Ja, also drei Peres, zwei Peres sind ja eine Mahlzeit, ne? Das ist nicht drei, ja. Nee, bei Peres sind drei. Da sind ja Schnitzel. So, Peres ist irgendwie gehaltvoller. Ja, ja, Peres ist wie gehaltvoller als normales Bier. Das Problem ist, getrunken hast du nichts, gell? Nee, ich hab. Deswegen musste ich ja in die Chips beißen. Ich habe so, drei Bier sind eine Mahlzeit, aber getrunken hast du noch nichts. Genau. Das stimmt ja. Hoffentlich hat dann Johnny auch noch genug Inhalatorstäbchen fürs Monat. Ja, das Spiel ist wirklich riesig. So, aber ich bin auch mal raus für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jo, dann ist es. Ciao. Fleißer. Gute Nacht. Es ist wieder Zeit, dass ich mir einen Roller raushole. Ach, dein Elektroroller, ne? Ja. Ja, hast du ja so viel Fetz mit, ne? Hast du erzählt. Ja, macht Bock. Glaube ich hier. Das ist wie Fighter fliegen in Elite Dangerous, so ein E-Roller. Ja, fast so ein bisschen, ja. So ein bisschen. Ja. Nee, das Gute ist, ich habe hier
einen Standpunkt aus, so die ganze City in der Reichweite. Also ich kann jetzt zwar nicht alle Punkte da anfahren, aber ich kann jeden Punkt gut erreichen. Das ist cool. Ey, ich finde es auch doch praktisch. Ich wohne halt auf dem Dorf, ne? Bei mir ist halt, halt was anderes. Ja. Ne? Aber für, wenn ich in der Stadt leben würde, ja, warum denn nicht? Klar, und da sind 20 Sachen auf Bürgersteig, ist auch eine Menge. Ja, ja, klar. Ja, als wir früher noch, als wir Kinder waren und noch in der Stadt gelebt haben, ne? Wir sind ja echt durch die ganze Stadt gelaufen mit den Eltern. Ne? Das war ja, ja Wahnsinn, was wir da unterwegs waren. Johnny hat geschrieben, brauche halt noch Spiele. Habe ja bisher nur Phantom Covered Ups. Und damit bin ich ja schon durch. Für Stäbchen reicht's auch noch. Ja, dann ist gut, dann ist gut. Dann mache ich mir keine Gedanken, Johnny. Ja, in dem Fall, ne? Brauchst du halt noch Lone Echo, ne? Und V-Cup. Und V-Cup. V-Cup vor allen Dingen. Ja, ja. Ich zeig dir nächste Tage auch mal ein Tennis. Nicht Tischtennis, sondern ein Tennis für VR. Ja. Wird auch interessant. Muss man da auch so viel rumrennen? Nee. Du kannst Teleport benutzen. Aber kannst halt auch so schlagen und so. Und wenn du, wenn du den Tracking-Bereich hast, kannst du, meine ich, halt sogar so spielen, dass du dann da rumrennst. Das sollte sogar da gehen. Mhm. Johnny hat noch was hinzugefügt. Ach ja, und Elite. Aber hat ja nur 7 Euro gekostet. Ja, Elite kostet ja nichts. Ja, ihm fällt ja bloß noch das Horizons. Ja, ja, das ist schon wieder was anderes. So, ach. Das war, ach nee, müsste trotzdem. Alles klar. Nee, ich habe einen Gedanken gehabt, der war komplett blödsinnig. Den vergesse ich jetzt wieder. Kontakte. Materialhändler, da wollte ich hin. Zu dem, genau. Biotech-Leiter habe ich wieder überfüllt, genau. Was ich suche, ja, das ist immer die gute Frage. Ich nehme einfach von dem anderen. Ich könnte auch nochmal bei einem Blueprint nachgucken. Ich bin ja viel auf dem falschen Schiff, ne? Oder? Warte mal. Ingenieure. Gut, ich hau dann auch ab. Ach Gott. Bist du auch müde, ne? Wer war das? Das war der Eddie. Ja. Ja. Das heißt. Da muss er noch ins Bett. Ist der falsche Modifikator, genau. Ist der falsche Modifikator. Egal, ich tausche jetzt. Ist ermüdend. Einfach mal Krieg ist ermüdend, ja. Nee, ich tausche jetzt noch gerade ein paar Materialien um. Moment. Kontakte. Mache ich jetzt irgendwelche, damit ich einfach die Slots auch wieder frei habe. Was sind hier jetzt? Ach, ich krieg Geld. Ja, okay. Ach, da ist es ja. Ja, wir können mal überlegen. Ich wollte jetzt auf Materialhändler gehen. Da war ich schon eben drauf. Problem war nur, weil ich überlegt habe, was ich mir denn nehme. Hier, chemische Manipulatoren kann ich mir nehmen. Was sieht, leichte Legierung. Ja. Dann sage ich doch mal. Ach, die anderen sind auch gut. Ja, Schüssikowski dann, ja. Ja, dir noch eine gute Nacht, ne? Ciao, gute Nacht. Gute Nacht, Eddie. Wir sehen und hören uns. Fly safe, Commander. Nö, aktuell gibt's keinen Horizons vergünstigt. Na schade, was ist denn hier? Angebot 12.2. Abbrechen. Achso, irgendwie hat der da noch mal neu. Irgendwie blöd ausgewählt. So, ich suche jetzt das Material aus, was ich handeln möchte. Genau so um was. Also erst nehmen wir Imperiale Schilde. Gehen eigentlich auch gut zusammen. Core Dynamics Composite Werkstoffe. Könnte man ein paar nehmen. Ja. Ah, so. So ist richtig. 4.
So, und dann nehmen wir hier Fitzcom. So, ja. Gut. Dann habe ich Stadt mal wenigstens gemacht. Ich könnte noch mal gerade gucken, ob ich sonst noch ein drittes voll habe, aber glaube ich nicht. Doch, Keramik. Kann ich schon mal tauschen. Schildsensoren kann ich auch noch mal tauschen. Ja. Und da hier auch fehlerhafte Fokuskristalle. Auf 1 ist genug. Oh, Schildemitter, über 200 Stück. Pff. Kann ich denn davon sammeln? Ja, von den unteren mehr. So. Nö. Horizons ist aktuell das günstigste, 23 Euro. Nee. Das ist viel ja zu dann, teuer. Ja. Das heißt viel zu teuer. Ich meine, wenn du Elite Dangerous mit Horizons für unter 30 Euro bekommst, ist das nicht zu teuer. Weißt du? Das sind dann 31 Euro. Ja, ja, dann sind es 31 Euro, sind meine Güte. Ich habe jetzt einfach mal überschlagen, weißt du, was ich meine? Oh, und dafür finde ich das nicht zu teuer, also. Ja. Meine Version hat 74 Euro gekostet. Ja, meine hat um die 100 gekostet. Also. Ja, du hast ja einen Vorbestellerbonus. Ja, eine MK4. Ja, weil der falsche zuerst ausgeteilt. Ja. Nee, du hast ja erst einmal nur Horizon, du hast ja erst einmal nur Elite gehabt. Genau. Und dann gab es ja den Vorbestellerbonus. Ja, bei Horizons. Genau. Ja. Aber das war dann eine. Aber da musstest du es halt voll bezahlen. Cobra MK4. Ja. Ja. Aber gut, die Cobra MK4, das ist kein. Ja, eben, das ist ja kein, ne? Hey, halt super Fighter, hallo. Ja. Spitzengerät. Du kannst es schon sehr gut zurechtbasteln. Jetzt habe ich schon wieder falsch angewählt. Jetzt lenkt mich mal nicht davon. Aber es ist halt jetzt nicht dieses Übermachtschiff. So, nein, abbrechen. Machen wir nicht so. Ja, Johnny holt sich das Horizons, wenn er sich in Elite erstmal reingefuchst hat. Genau. Vorher macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Naja, doch, macht schon. Aber das kommt bestimmt noch in Sale, Johnny. Ja, kommt schon in Sale. So, ist egal, ich gehe jetzt raus hier. So, Black Mittwoch oder so. Black Mittwoch. Green Mittwoch. Grüner Mittwoch. Grüner Mittwoch. So. Grüner Mittwoch klingt schön, finde ich persönlich. So, mir hat es wieder hier sehr viel Spaß gemacht. Hat euch Spaß gemacht heute? Ja, super. War zufrieden, ja? War spät dran, aber wir haben vorher schon geguckt. Ja, lohnt sich immer, ne? Sagst du. Klar. Ja, super, das freut mich doch. Ich hoffe, jetzt leckt das nicht so sehr, dass ich hier alles angezeigt bekomme. So, mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr hier mit dabei wart. Und, gerne doch. Danke sehr. Und ja, wünsche allen natürlich noch einen schönen Abend. Und morgen haben wir Dienstag, ne? Ich guck mal. Ja. Ich muss gucken. Ich muss die Woche noch ein bisschen was anderes erledigen. Aber ich guck mal, dass ich entweder morgen oder Mittwoch halt dann eins der VR-Titel, die ich unbedingt noch mal zeigen wollte, auf meinem Kanal mal zeigen werde. Und dann mal gucken, wie es die Woche weitergeht. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Damit ihr nichts verpasst, ist klar, lohnt sich natürlich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, weil na, das ist halt auch manchmal relativ spontan, so wie das dann auch zeitlich reinpasst. Und ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart hier im Discord, im Chat und natürlich die Zuschauer, die einfach nur zugesehen haben und ihren Spaß hatten. War wieder ein sehr schöner Abend. Ich wünsche allen noch eine gute Nacht. Wir sehen und hören uns. Männers, wollt ihr euch noch verabschieden? Klar, ciao, ciao. Ja, schön, dass ihr da wart. Macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao, ciao. Also, Flight. Guten Abend noch an die Commander und Commanderinnen.
Eddie noch da? Nein. Nope. Eddie ist schon weg, ne? Gute Nacht, Eddie. Wir sehen und hören uns. Fly safe, Commanders und Commander. Sag mal, weibliche Form von Commander, gibt's sie? Kommandeurin im Deutschen, aber im Englischen? Kommandarine. Also, Ladies and Gents, wir sehen und hören uns. Haut rein, bis dann. Ciao. Fly safe.